Und jetzt nochmal an alle, die sich jetzt im Raum befinden, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl 2021. Mein Name ist Katharina Stamm von der Diakonie Deutschland und gemeinsam mit meiner Kollegin Rebecca Einhoff von UNHCR führe ich Sie jetzt durch die kommenden 2 Stunden. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und mit allen Unterlagen auf www.resettlement.de dokumentiert. Wir laden Sie herzlich ein, mit zu diskutieren und inhaltliche Fragen zu stellen. Stellen Sie diese bitte unten im Fragenfeld in der Leiste. Und für technische Fragen und Kommentare können Sie gerne den Chat nutzen. Resettlement, ein zusätzliches humanitäres Schutzinstrument oder ein Feigenblatt der Politik, das ist unser heutiges Thema. Es ist eine globale Frage, die sowohl auf europäischer und nationaler Ebene kontrovers diskutiert wird. Wie kommen die Menschen im 21. Jahrhundert zu ihrem Schutz? Einem Jahrhundert voraussichtlich der Digitalisierung und der virtuellen Vernetzung. Asylantragstellung und der Flüchtlingsschutz selbst setzen ja eine physische Sicherheit voraus, geschützt vor dem Zugriff, vor Menschenrechtsverletzungen, vor Krieg, vor Verfolgung, vor Folter, vor Lebensgefahr. Das Überqueren von Grenzen ist dabei Voraussetzung und das ist nicht digital zu bewerkstelligen. Die Zugänge zu Schutz, nämlich durch das Erreichen des Territoriums, wie es die Genfer Flüchtlingskonvention vorsieht, die in diesem Jahr 70-jähriges Jubiläum feiert, werden derzeit durch Abriegelung der Grenzen erschwert. Also wie passt die virtuelle Globalisierung zusammen mit dem Umstand, dass nach wie vor Zäune und Mauern errichtet werden, die verhindern, dass Menschen von A nach B gelangen? Bis in die 80er Jahre hinein war es ja möglich, visumsfrei aus Verfolgerstaaten nach Europa einzureisen, um hier Asyl zu beantragen. Heute ist eine legale und sichere Einreise aus Krisen- und Kriegsgebieten kaum noch möglich. Aber wie werden wir unserer Verpflichtung gerecht, die wir uns im Grundgesetz, im EU-Recht und im Völkerrecht auferlegt haben? Wie sehen die politischen Visionen für die nächsten Jahre aus und welche konkreten Forderungen haben heute und aktuell die Parteien? Und wie können wir das Instrument Resettlement und humanitäre Aufnahme dafür nutzen? Dazu haben wir heute 4 Bundestagsabgeordnete zu Gast, die sich im September zur Wiederwahl stellen und die deutsche Migrationspolitik der kommenden Jahre mitgestalten wollen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und wir freuen uns auch, dass Sie sich mit diesen Themen zur Wiederwahl stellen. Und wir sind auch beeindruckt davon, dass Sie sich von Hass und Hetze, die Ihnen gerade wegen des Engagements in diesem Thema entgegenschlägt, nicht entmutigen lassen und trotzdem zur Wiederwahl im September sich aufstellen lassen. Leider verhindert ist heute Stefan Meyer, CSU. Er ist seit 2002 im Bundestag und seit 2018 parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium. Er hat leider heute Präsenzpflichttermine erhalten und konnte uns auch kurzfristig keinen Ersatz schicken. Das bedauern wir sehr, aber er hat uns im Vorhinein ein Statement gesendet, das ich hier kurz zitieren möchte. Er fasst das Thema so zusammen: Deutschland ist europaweit führend in der gezielten Aufnahme von Schutzbedürftigen. Legale und sichere Zugangswege über humanitäre Aufnahmen und Resettlement sind ein wichtiger Baustein des internationalen Flüchtlingsschutzes und der internationalen Verantwortungsteilung. Soweit sein Statement. Ich möchte Ihnen aber auch heute unsere heutigen Podiumsgäste kurz mit einem Zitat vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, trotz Sitzungswoche und namentlicher Abstimmung. Ganz herzlich begrüße ich an dieser Stelle Herrn Helge Lindt, SPD. Er ist seit dieser Legislatur im Bundestag. Er beschreibt das Spannungsfeld so: Sowohl als auch Resettlement und individueller Asylanspruch. Wir brauchen eine neue offensive Politik der Neuansiedlung, aber die zunehmende Forderung nach Kontingentierung in der Flüchtlingspolitik erzeugt die Chimäre vom alles kontrollierenden Migrationsmanagement. Dieses gibt es in der Realität nicht. Die Flucht ist immer eine persönliche Geschichte, die von Chaos, Dynamik und Ungewissheit geprägt ist. Darum muss das Resettlement als ein zentrales Instrument des Grundschutzes von besonders vulnerablen Menschen beibehalten und zahlenmäßig ausgebaut werden.
darf aber niemals das individuelle Recht auf Asyl untergraben oder gar substituieren. Ja, vielen Dank dafür. Da werden wir sicherlich noch Zeit haben, da ausreichend zu diskutieren drüber. Ich begrüße so dann Herrn Ulrich Lechte, ebenfalls seit dieser Legislatur für die FDP im Bundestag. Er sagt zu dem Thema: Das Sterben auf dem Mittelmeer und an den Grenzen Europas muss aufhören. Durch Resettlement, humanitäre Aufnahmeprogramme und einer besseren Fluchtursachenbekämpfung können wir viel Leid in der Welt lindern. Vielen Dank. Dann begrüße ich auch Frau Gökay Akbulut, auch seit 2017 für die Linksfraktion im Bundestag. Sie sagt: Resettlement ist ein wichtiges Instrument, um legale Zufluchtswege zu ermöglichen. Es kann jedoch nicht allein als ein Instrument des Flüchtlingsschutzes stehen, sondern muss eine Ergänzung zu einem funktionierenden Aufnahmesystem sein, welches die Rechte der Schutzsuchenden als Maßstab nimmt. Und last not least, Frau Luise Amsberg begrüße ich auf dem Podium Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist seit 2013 Abgeordnete des Bundestags. Sie ist der Ansicht, es reicht nicht nur, die Toten auf den Fluchtrouten zu beklagen. Politik ist dazu da, Menschenleben zu schützen. Resettlement ist dabei ein wichtiger zusätzlicher Weg. Allerdings muss das individuelle Recht auf Asyl davon unangetastet bleiben. Bei Grundrechten verbietet sich jede Logik von Obergrenzen. Soweit das Zitat von Luise Amtsberg. Ja, herzlichen Dank. Bevor wir in die politische Diskussion dazu gehen, werden wir vorab zwei Perspektiven hören, um das Thema einzuordnen und die Diskussion mit einem Impulsen anzureichern. Einmal aus rechtlich-historischer Sicht und zum Zweiten die Perspektive des UNHCR. Für den ersten Teil haben wir Pauline Endres de Oliveira eingeladen. Sie arbeitet an der Justus-Liebig-Universität in einem Forschungsprojekt zu globaler Migration und promoviert zu den rechtlichen Aspekten sicherer Zugangswege für Schutzsuchende in die EU. Genau unser Thema. Sie ist Dozentin an der Humboldt-Universität zu Berlin und der University of London. Liebe Pauline, vielen Dank, dass du da Hallo. bist. Ich gebe dir das Wort. Ja, vielen Dank ganz von meiner Seite für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und freue mich auch sehr auf die Diskussion. Ich werde jetzt meinen Bildschirm teilen und mit meiner Präsentation beginnen. Wunderbar. Vielen Dank. Ich hoffe, alle können die Präsentation gut sehen. Genau, gut. Dann lege ich mal los. Mein Impuls heute soll dazu dienen, die Diskussion rechtlich zu rahmen. Und zwar in dem Spannungsverhältnis, in dem sich auch die sicheren Zugangswege befinden, zwischen individuellem Schutz und dem Ziel der Migrationssteuerung. Dabei werde ich zunächst kurz auf die rechtliche Entwicklung des Flüchtlingsschutzes eingehen, dann auf das Phänomen, das ich in meiner Forschung Asylparadox nenne, dem Umstand, dass Schutz immer Zugang erfordert und schließlich die sicheren Zugangswege in dieses Spannungsverhältnis einordnen. Wenn wir uns die Ursprünge des Flüchtlingsrechts anschauen, dann war Asyl ein generöser staatlicher Akt. Lange Zeit gab es kein individuelle Rechte. Das führte dazu, dass bei der wichtigen Konferenz von Evian 1938 die mangelnde Aufnahmebereitschaft der Staatengemeinschaft im Hinblick auf vom Nationalsozialismus verfolgte keinen internationalen Rechtsrahmen hatte, der die Staaten dazu zwingen würde oder verpflichten würde, Schutzsuchende aufzunehmen. Auch wenn sich seither viel getan hat im Recht, hat sich daran im Wesentlichen nichts geändert. Denn, wie Katharina Stomm eben eingangs schon sagte, Asyl erfordert nach wie vor einen territorialen Bezug der schutzsuchenden Person zum gebietenden Staat. Es gibt jedoch wichtige rechtliche Entwicklungen, die wir hier, wenn wir uns dieses Spannungsverhältnis anschauen, uns in Erinnerung rufen sollten. Einmal in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das dort verankerte Recht, Asyl zu suchen und zu genießen. In der Entwurffassung noch Asyl zu suchen und zu erhalten. Das hat sich nicht durchgesetzt, denn auch hier während dieser gesamten Entwicklung ging es auch immer darum, zu schauen, dass ein Recht auf Einreise schwierig zu vertreten war. Die GfK hat jedoch einen wichtigen Meilenstein gesetzt.
1951 mit der Festschreibung des internationalen Flüchtlingsrechts, des Flüchtlingsbegriffs und vor allem dem Prinzip des Non-Refoulements. Während aber der Flüchtlingsbegriff voraussetzt, dass eine Person sich außerhalb ihres Herkunftsstaates befindet, wurde auch hier nicht geregelt, wie die Person in den schutzgebietenden Staat kommen soll. Weitere wichtige Rechte im Bereich des Zugangs sind das Recht auf Ausreise, das Recht eines jeden Menschen, sein eigenes Land und auch jedes Land zu verlassen, unter anderem in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und im Internationalen Pakt für bürgerliche und politische Rechte verankert. Und ganz, ganz maßgebend das Recht auf Non-Refoulement. Das Non-Refoulement-Prinzip, das Prinzip der Nichtzurückweisung einer Person in einen Staat, in der ihr Menschenrechtsverletzungen drohen. Dieses in der GfK und anderen Menschenrechtsabkommen verankerte Recht ist ein wichtiger Baustein, wenn wir über Zugang sprechen. Denn sobald sich eine Person an der Grenze oder im Territorium, in der Nähe des Territoriums, unter der Hoheitsmacht eines Staates befindet, kann daraus ein Recht auf Einreise folgen. Aber es gibt kein Recht auf Wahl des Asylstaats, es gibt kein explizites Recht auf Einreise und insgesamt bleibt auch heute, 70 Jahre nach Unterzeichnung der GfK, das Recht auf Zugang die Gretchenfrage des Flüchtlingsrechts. Das führt dazu, dass wir in der EU das Spannungsverhältnis beobachten, das hier eingangs auch schon erwähnt wurde. Das ich hier als Asylparadox bezeichne, also der Umstand, dass es ohne Zugang keinen Schutz gibt, aber wenig Zugang zum Schutz. Wir haben hier auf dieser Folie dieses Spannungsverhältnis zur einen Seite die Stärkung individueller Rechte und auch das Ziel von Staaten, Schutzsuchenden Schutz zu gewähren und auf der anderen Seite das Ziel der Migrations- und Grenzkontrolle. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegen sich auch die sicheren Zugangswege. Eingangs schon gesagt, während früher es noch visumsfrei möglich war, zumindest die Reise bis zu der Grenze von Staaten zu vollziehen, befindet sich nun fast jede schutzsuchende Person auf der Visa-Blacklist. Das heißt, sie kommt aus einem Land, die auf dieser EU-Blacklist steht, braucht also ein Visum zur Einreise. Und wie der EuGH im Fall X&X gegen Belgien 2017 entschieden hat und auch ähnlich in einem ähnlich gelagerten Fall der EGMR im Fall M&N 2020. Es gibt kein verankertes Recht oder eine Rechtsgrundlage im EU-Recht auf Einreise zur Durchführung eines Asylverfahrens auf dem Territorium der EU. Der EGMR hat in seiner Entscheidung, wo es auch um eine Familie aus Syrien ging, die bei der belgischen Botschaft im Libanon versucht hat, einen Visumsantrag zur Durchführung eines Asylverfahrens in Belgien zu stellen, entschieden, dass die Ablehnung des Visums kein Verstoß gegen Artikel 3 der MRK, also das Verbot der unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung und das darin enthaltene implizite Refoulementverbot darstellt. Um das hier noch abzurunden, diesen Überblick über die rechtliche Situation in der EU in Bezug auf sichere Zugangsarten, ist noch der Fall ND und NT vom EGMR auch von 2020 wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wo der Gerichtshof festgestellt hat, entschieden hat, dass die Abwehr eines Massengrenzansturms an der Grenze in Melilla keine Verletzung von Artikel 4.4 Zusatzprotokoll der IMRK darstellt, also dem Verbot der Kollektivausweisung. Das Interessante an dieser Entscheidung ist, dass der Gerichtshof hier auf die Möglichkeit hinweist, dass die Personen regulären, legalen Zugang zu Spanien in diesem Fall hätten versuchen können sollen und aber auch feststellt, dass Staaten effektiv legalen Zugang bereithalten müssen. Wenn wir uns nun das Ganze, dieses Spannungsverhältnis und nochmal diese beiden Pfeile anschauen und hier die sicheren Zugangsarten, die es politisch ja auch gibt und die Staaten auch anwenden, so auch Deutschland. Eingangs haben wir auch gehört, dass Deutschland ein Land ist, das sehr viel auch davon Gebrauch macht, humanitäre Aufnahme zu ermöglichen. Dann könnten wir sehen, dass die verschiedenen Zugangsarten hauptsächlich diesen verschiedenen Interessen schon zugeordnet werden können. Also ein Asylantrag, der an der Grenze gestellt wird, das individuelle Recht auf Asyl eben dort verankert,
ist ein Ausdruck der Stärkung des Individuums und der Rechte des Individuums, Schutz und Zugang einzufordern. So wäre es auch mit einem Asylvisum, sofern auf EU-Ebene oder nationaler Ebene eine Entscheidung getroffen würde, ein solches im Recht zu verankern. Auch da könnte ein Individuum ein solches Recht individuell einfordern auf Zugang. Wenn wir uns jetzt die temporären Aufnahmeprogramme und auch Resettlement, um das es ja heute geht, anschauen, dann können wir diese Zugangsarten zuordnen, dem Interesse von Staaten und der Haltung von Staaten, Zugang freiwillig zu gewähren und freiwillig und flexibel zu regeln, wer Zugang hat und wer nicht. Das sehen wir ein bisschen genauer auf dieser Folie, wo ich die Elemente, die zum individuellen Schutz dazugehören, wie das Recht auf individuelle Antragstellung, das Recht auf Zugang zu Rechtsschutz und auch einen GfK-Status nach Zugang, nach Schutzgewährung aufgezeichnet habe. Und man sieht, das Asylvisum oder auch humanitäre Individualvisum würde eben mehr dem spontanen Asylsuchen entsprechen, indem es eine individuelle Antragstellung sicherstellen würde, unabhängig von Quoten, unabhängig von Obergrenzen, Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen oder der Herkunft aus einem bestimmten Land. Auch den Zugang zu Rechtsschutz und vor allem den GfK-Status. Das alles finden wir vor allem, wenn wir auf die Ausgestaltung der Zugangsarten in Deutschland schauen, bei den Aufnahmeprogrammen und Resettlement nicht. Das führt dazu, dass häufig auch gerade am Beispiel Deutschland man einen Trade-off beobachten kann zwischen der Art des Zugangs und der Qualität des Schutzes. Das ist alles, mag alles Ausdruck davon sein, diesem Spannungsverhältnis gerecht zu werden. Und jede Person, die über einen, egal welchen humanitären oder legalen Zugangsweg Schutz und Zugang erhält, ist eine Person, deren Leben damit gerettet wurde oder der zumindest ein gefährlicher Fluchtweg erspart wurde. Dennoch, wenn wir uns jetzt bei der Diskussion fragen, ob Resettlement ein Feigenblatt der Politik ist, dann sind diese Prämissen und diese Konzepte ein hilfreicher Maßstab bei der Diskussion. Denn wenn wir uns anschauen, wie zurzeit Entwürfe beispielsweise für die Resettlement-Verordnung auf EU-Ebene aussehen, dann findet sich dort tatsächlich eine Ausgestaltung, die zu einer Schieflage führen könnte. Nämlich, Resettlement ist bereits ein Ausdruck von staatlichem Gestaltungsspielraum, von staatlicher Aufnahmefreiheit. Wenn dann noch Elemente hinzukommen, wie beispielsweise eine Aufnahme gezielt aus Staaten, die bei Migrationskontrolle und auch Zugangsverhinderung mitwirken, oder auch Schutzsuchende ausgeschlossen werden, die zuvor versucht haben, irregulär in die EU einzureisen, dann sind das Faktoren, die auf der Waagschale ganz schwer wiegen können. Das heißt, im Sinne auch der fast aller Statements der heutigen Teilnehmenden, sind zwei Punkte in diesem Bereich wichtig. Einmal, dass jede Art von sicherer Zugangsart immer komplementär sein muss, also immer als Ergänzung zum individuellen Schutz. Und zweitens, dass auch bei der Ausgestaltung, also den Details, also dem Wie und nicht nur dem Ob, darauf zu achten ist, dass die Balance zwischen den staatlichen Interessen und den Interessen und Rechten des Individuums gewahrt bleibt. Und damit schließe ich meinen kurzen Impuls und freue mich gleich auf den Vortrag von Roland Bank und die anschließende Diskussion. Ganz herzlichen Dank, liebe Pauline, für diesen ganz prägnanten und tollen rechtlich-historische Einordnung dieses Spannungsfeldes. Ich glaube, das ist nochmal gut zu wissen, wo kommt das her, der individuelle Rechtsanspruch. Das leitet gleich über zu UNHCR. Ich begrüße ganz herzlich auch Dr. Roland Bank. Er ist seit 2005 Leiter der Rechtsabteilung von UNHCR Deutschland und hat auch kürzlich erst über die europäische Antwort auf globale Fragen des Flüchtlingsschutzes publiziert. Und UNHCR ist sowohl Hüterin der GfK, der Genfer Flüchtlingskonvention, aber bietet auch seit Jahrzehnten Resettlement-Programme an. Und insofern gebe ich das Wort dir und bitte dich um eine Einordnung aus Sicht des UNHCR. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die
einleitenden Worte. Vielen Dank für die Einladung. Ja, jetzt, das schließt, glaube ich, sehr gut an den sehr prägnanten und beeindruckenden Vortrag von Pauline Endres. Der Kerngedanke ist, dass Resettlement als staatlich organisierte und geregelte Aufnahme in besonders gelagerten Fällen den spontanen Zugang zum Schutz ergänzt, aber ihn nicht ersetzen kann. Diesem Kerngedanken liegen vier Überlegungen zugrunde, die ich mit Ihnen gerne teilen möchte. Zum einen der Zweck von Resettlement. Ja, Resettlement ist ein Protection-Instrument, ein Instrument des Flüchtlingsschutzes, um individuellen Bedarfen gerecht werden zu können, die im Erstaufnahmeland nicht erfüllt werden können. Es ist also Zweck von Resettlement, Menschen zum Schutz zu verhelfen, die außerhalb ihres Heimatlandes sind, aber dort gar keinen effektiven Schutz finden können. Beispielsweise sind sie nicht sicher im Erstaufnahmestaat oder haben besondere Bedarfe, etwa medizinischer Art, die dort nicht befriedigt werden können. Das zeigt, Resettlement ist ein Instrument zur Lösung eines besonderen Schutzbedarfs in besonderen Fällen. Es ist kein Instrument der Migrationssteuerung. Gleichzeitig muss man auch noch bedenken, Resettlement ist ein sehr aufwendiges und ressourcenintensives Instrument. Es bedarf Prüfverfahren vor Ort. Internationale Organisationen wie UNHCR und IOM werden involviert. Die nationalen Stellen des Erstaufnahmelandes müssen mitwirken oder vielleicht auch nur mitspielen. Und die nationalen Stellen des Resettlement-Landes müssen sich mit den Einzelfällen eingehend beschäftigen, die Voraussetzungen feststellen und für die Einreise sorgen. Zudem setzt Resettlement ja auch voraus, dass der spontane Zugang zum Schutz im Erstzufluchtsstaat möglich ist. Sonst gibt es nämlich niemanden zu resetteln. Das heißt, man muss ja erstmal in ein Erstzufluchtland kommen, um überhaupt dann von dort weiter aufgenommen zu werden im Wege des Resettlement. Nun könnte man sich fragen, wenn man das Ganze etwas weniger aufwendig organisiert, weniger enge Kriterien setzt, weniger auf diesen Schutzzweck fokussiert, mit einer breiter gefassten humanitären Aufnahme, die ja auch als Burden-Sharing-Instrument angewandt werden könnte, ob man damit nicht den spontanen Zugang überflüssig machen könnte. Und es gibt ja diese Vorschläge in die Richtung. Da würden wir zu bedenken geben, dass Resettlement und humanitäre Aufnahme immer auch interessengesteuert sind. Und dagegen steht eben im Bereich des Spontanzugangs die völkerrechtliche Verpflichtung aus der GfK. Das ist eine große Errungenschaft, die Pauline Endres ja eben auch sehr prägnant dargestellt hat, dass für diejenigen, die an einer Grenze auftauchen und um Schutz nachsuchen, diese nach der Genfer Flüchtlingskonvention und auch unter völkergewohnheitsrechtlicher Anwendung des Non-Refoulement-Gebots, dass die Staaten dann verpflichtet sind, diese nicht ohne Prüfung ihres Schutzgesuchs abzuweisen. Und diese völkerrechtliche Verpflichtung als zentrales Element sollte nicht durch eine Fokussierung auf Resettlement und humanitäre Aufnahme in Frage gestellt werden. Der interessengesteuerte Charakter der von Resettlement und humanitärer Aufnahme zeigt sich auch daran, dass niemand Staaten daran hindern kann, neue Kriterien bei der Auswahl anzuwenden, die mit dem eigentlichen Schutzgedanken nichts zu tun haben. Das weit verbreitete Beispiel aus der Praxis ist, dass die allermeisten Resettlement-Staaten auch integrationsbezogene Kriterien bei der Auswahlentscheidung über die Aufnahme von Resettlement-Flüchtlingen einfließen lassen. Dritter Aspekt,
der sich auch darauf bezieht, wie realistisch ist es überhaupt, mit Resettlement und humanitärer Aufnahme den Zugang von Flüchtlingen zum Schutz sicherzustellen. Also der dritte Punkt bezieht sich auf politischen Realismus. Und für diesen Gedanken möchte ich Bezug nehmen auf ein paar Zahlen. Wir haben derzeit weltweit über 20 Millionen Flüchtlinge und 4,2 Millionen sind als Asylsuchende registriert. Das sind die Zahlen aus den Mid-Year Trends 2020, die im letzten Herbst veröffentlicht wurden. 4,2 Millionen Asylsuchende, also 4,2 Millionen Menschen, die zum Asylverfahren weltweit Zugang gefunden haben über einen spontanen Zugang. Demgegenüber stehen im Jahr 2020 22.800 Einreisen im Wege des Resettlement. Nun mag man sagen, 2020 ist ein schlechtes Beispiel, das haben wir ja auch schon gestern sehr deutlich angesprochen, dass aufgrund der Pandemie die Resettlement-Zahlen extrem niedrig waren. 2019 lag das bei 63.000 Personen. Auch die Vorstellung von UNHCR, innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums 1 Million Personen im Wege von Resettlement aufzunehmen, zeigt einen großen Abstand zu der Zahl der Asylsuchenden und auch zu der Zahl der Flüchtlinge weltweit. Das macht also sehr deutlich, dass die Erwartung, dass Resettlement und humanitäre Aufnahmeprogramme den Spontanzugang quantitativ auch nur in erheblichen Teilen ersetzen könnten, wo sehr fraglich. Der letzte Punkt und der wichtigste Punkt in den Überlegungen ist der Perspektive des globalen Flüchtlingsschutzes. Der spontane Zugang zum Schutz ist der Grundpfeiler des Systems des globalen Flüchtlingsschutzes und auch der Wirksamkeit der Genfer Flüchtlingskonvention. Das Kernprinzip des Non-Refoulement, wenn also ein Ausländer auf dem Territorium oder an der Grenze um Schutz nachsucht, dass diese Person nicht ungeprüft abgewiesen oder zurückgeschickt werden kann, ist die Grundlage der GFK und auch des globalen Systems. Als Beispiel möchte ich Bezug nehmen auf Uganda. Das ist ein Land mit 42 Millionen Einwohnern und eines der Länder mit dem niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Also ein Land, wo auch interessengeleitete Überlegungen möglicherweise eher gegen Flüchtlingsaufnahme sprechen können. Im Jahr 2015 ist die Zahl der Flüchtlinge in Uganda von 500.000 auf 1 Million gestiegen. Im Jahr 2016 nochmal um 400.000 Personen auf 1,4 Millionen. Da ist also in einem Zeitraum von 2 Jahren fast 1 Million Menschen als Flüchtlinge zusätzlich ins Land gekommen. Hintergrund sind der Bürgerkrieg im Südsudan mit ethnischen Verfolgungen und auch die Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo. All diese Flüchtlinge sind spontan an der Grenze aufgetaucht. Uganda hat sie unter Erfüllung der völkerrechtlichen Verpflichtungen aus der Genfer Flüchtlingskonvention und aus der UN-Konvention zum Flüchtlingsschutz hereingelassen und gewährt ihnen Schutz. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass die Industriestaaten nur noch per Resettlement und humanitäre Aufnahme Flüchtlingsschutz gewähren würden, mag man sich fragen, welche Auswirkungen hätte das auf globaler Ebene? Wenn man das auf diese Situation Uganda jetzt zuspitzt, wäre die Antwort naheliegend, wenn Uganda anfangen würde, in jedem Fall zu prüfen, vor einer Einreise, sind das jetzt Personen, die wir im Wege einer Vorauswahl bei uns aufnehmen wollen oder nicht,
würde dieses System, was der Genfer Flüchtlingskonvention und auch der UAU-Konvention zugrunde liegt, nicht funktionieren. Das heißt, der spontane Zugang zum Schutz in anderen Staaten ist und bleibt der Grundpfeiler der Genfer Flüchtlingskonvention und des globalen Flüchtlingsschutzes. Und Resettlement kann diesen ergänzen als Schutzinstrument, aber ihn nicht ersetzen. Soweit zur Einleitung mein Beitrag und ich bin sehr gespannt auf unsere Diskussion. Ganz herzlichen Dank an die beiden InputgeberInnen, Pauline Enrist Oliveira und Roland Bank, für diesen guten Impuls am Anfang und die Einordnung. Wir kommen jetzt endlich zu Ihnen, liebe Podiumsgäste. Ich darf einfach nochmal sehr herzlich danken dafür, dass Sie heute hier zugeschaltet sind. Es ist Sitzungswoche und es gibt mehrere namentliche Abstimmungen. Umso mehr freue ich mich, Sie hier begrüßen zu können. Wir starten jetzt mit der ersten Runde der Fragen. Und danach besteht die Möglichkeit der Replik durch die Parlamentskolleginnen und anschließend werden Sie als Zuschauer mit Ihren Fragen zu Wort kommen, die dann meine Kollegin Rebecca Einhoff an Sie stellt. Ja, ich möchte an alle Abgeordneten zunächst dieselbe Frage stellen. Wie kommen aus Ihrer Sicht Flüchtlinge weltweit zu Ihrem Schutz? Wie sollte es idealerweise sein? Ja, wir gehen protokollgemäß nach Fraktionsgröße vor und daher Herr Lind, Sie haben das Wort. Und Pech, dass niemand von der CDU dabei ist. Aber gut, fange ich an. Ich beginne mal damit, also mit der Frage selbst, dass Sie gegenwärtig weltweit zu Ihrem Schutz eben nicht auf eine Weise kommen, die dem Idealzustand entspricht, also weit davon entfernt ist. Das muss man, glaube ich, als erstes konzidieren. Das heißt, die Realität entspricht bei weitem nicht, was ein Idealzustand wäre. Dieser Idealzustand in Anführungszeichen oder idealtypisch wäre es so, man kann es mal mit einem Vordenker des deutschen Boulevardfernsehens sagen, Dieter Bohlen, dass das Gesamtpaket stimmen muss. Man kann es etwas poetischer ausdrücken, es muss ein Gesamtkunstwerk sein. Und dieses Gesamtkunstwerk darf nicht als Element haben, dass, die Vorträge haben das ja eben auch schon gezeigt, wir in sowas wie ein Verrechnungsverhältnis oder Substitutionsverhältnis von individuellem, auch spontanem Flüchtlingsschutz und Anspruch geraten gegenüber humanitären Aufnahmeprogrammen, also in Bezug auf Deutschland, Bundesländeraufnahmeprogramme und Resettlement. Also eindeutig und zwingend ein Verhältnis, bei dem alle Elemente notwendig sind, aber auch als einander ergänzende und nicht einander ersetzende. Daher, wenn ich mir das Ideal vorstellen kann, mit einer etwas national geprägten Brille, so wäre es ganz konkret so, dass wir in Bezug auf die humanitären Aufnahmeprogramme noch viel mehr als bisher, und das ist die Realität ist, sehr weit davon entfernt, tatsächlich auch der Aufnahmebereitschaft, die wir erleben, in Kommunen und Bundesländern entgegenkommen. Das scheitert aber unter anderem und ganz besonders daran, dass wir im Bundesrecht in Bezug auf 23.1 Aufenthaltsgesetz eine Einvernehmensregelung haben des Bundesinnenministeriums. Da wäre mein Wunsch, dass das eben nicht mehr der Fall wäre, und wir mit einer Benehmensregelung oder zumindest so umgestalteten Einvernehmungsregelung zu tun hätten, die die Blockademöglichkeiten von Bundesseite aushebelt, um tatsächlich umfassend das Instrument auch von humanitären Aufnahmeprogrammen der Länder nutzen zu können. Zusätzlich dazu auch der des Bundes. Wir sehen das ja beispielsweise gerade in Bezug auf Griechenland. Aber, und das ist, denke ich, wichtig, wenn wir auch bei Seenot darüber diskutieren oder in Bezug jetzt auf die Situation in Bosnien und Griechenland, so dürfen wir, glaube ich, nicht in die Falle tappen, dass wir meinen, damit könnten wir eine elegante Lösung in Anführungszeichen finden, die uns nicht mehr notwendig macht, nicht mehr den Auftrag gibt, zu überlegen, wie überhaupt Zugang zum Asylsystem sein kann. Das heißt, das ist für besondere Situationen, aber gleichzeitig bleibt das Problem der individuellen Asylantragstellung mit dem schon geschilderten Paradox des Zugangs.
der die zentrale Frage sein muss. Das heißt, humanitäre Programme in bestimmten Situationen als Zusatz und Ergänzung, aber nicht als Form des Schleifens oder Minderns des Asylanspruchs, auch wenn man andere Trends gerade sieht. Hinzu kommt dann auch Resettlement, aber mit einem ganz klaren Akzent auf vulnerable Gruppen, auf Schutzbedürftige, die eben im Erstaufnahmeland keine Perspektive und keine Chance haben und auch nicht in ihrem Herkunftsland. Und da dürfen eben dann nicht Fragen der Integrationsleistungen, des Nutzens für den Arbeitsmarkt oder andere eine Rolle spielen, weil das ein anderes Thema ist. Und dann komme ich noch auf die letzte Säule. Es gibt tatsächlich auch in Bezug auf Arbeit selbstverständlich und begründet Formen der Migrationssteuerung durch Einwanderung. Deutschland heißt es ja neuerdings, oder so neu ist es nicht mehr, Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Einwanderungsgesetz wäre mein Wunsch, also dass wir da noch deutlich weiterkämen. Das ist eine Form von Steuerung, die auch legitim erfolgt in Bezug auf bestimmte Kriterien, die aber nicht verwaschen werden darf oder nicht in ein irgendwie geeignetes Austauschverhältnis, bei dem die Grenzen nicht mehr deutlich sind, zu Resettlement, humanitären Aufnahmeprogrammen oder den anderen Instrumenten kommt, sondern dass das eine eigene Säule darstellt. Natürlich, und das ist das Letzte, was ich dazu sage, wissen wir, dass diese verschiedenen Elemente Wechselwirkung haben und dass natürlich für diejenigen, die keine Chance haben auf Flüchtlingsschutz, gerade dann eine Verbesserung der legalen Aufnahmemöglichkeiten jenseits von Asyl, jenseits von Flucht sinnvoll sind, wie etwa auch Visaprogramme und Ähnliches. Ganz herzlichen Dank. Ich gebe das Wort an Herrn Ulrich Lechte, FDP. Ja, vielen Dank, dass ich heute als Außenpolitiker hier bei den ganzen innenpolitischen Experten unterwegs sein darf. Ich möchte es gerne ein wenig anders angehen, das ganze Thema. Also Resettlement ist tatsächlich ein Feigenblatt in der Gesamtkonstellation, weil wir damit gerade mal 65.000 im vergangenen Jahr untergebracht haben weltweit. Und wir aber ja wissen, dass wir 80 Millionen Flüchtlinge weltweit haben, was im Endeffekt 1% der Weltbevölkerung entspricht oder plastischer einmal der Bevölkerung Deutschlands, die auf der Flucht ist. Und wir haben heute den UNHCR hier und das ist ein Thema, was mich immer wieder begleitet hat in all meinen Jahren hier im Parlament. Das ist nämlich die Finanzierung von Flüchtlingshilfe weltweit. Und es ist eigentlich schon bald eine Peinlichkeit, dass der UNHCR jedes Jahr sein Geldbedürfnis anmeldet. Und mittlerweile dürften sie ungefähr bei 10 Milliarden Dollar sein. Als wir hier mal anfingen, 2017 im Parlament, waren es 7,5 Milliarden Dollar. Davon kommen aber jedes Jahr nur 60% zusammen, weil man angewiesen ist darauf, dass die Mitgliedstaaten was hergeben. Mein Plädoyer ist, dass man endlich dazu kommt, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt sich mit diesem Thema beschäftigen, genauso wie unsere europäischen Regierungs- und Staatschefs sich eigentlich endlich mal zusammensetzen müssten, um die eigentlichen Themen, die uns alle bewegen, auch entsprechend diskutieren. Dazu gehört die Frage, kann es sein, dass an einer europäischen Außengrenze das größte Massengrab auf der Welt ist, nämlich im Mittelmeer? Wie kann es sein, dass das die gefährlichste Grenze ist? Und Resettlement ist da nur ein kleines Teilstück in dem ganzen Prozedere. Ich habe das zum Beispiel auch schon gegenüber dem Parteifreund von Helge Lind, gegenüber dem Staatsminister angeäußert, dass meines Erachtens das Thema Flüchtlingspolitik zu einem der Themen von G7 oder auch G20 werden müsste. Wenn G20 in der Lage wäre, die 10 Milliarden im Jahr zu finanzieren, allein Deutschland und die USA finanzieren ja vom UNHCR 2 Milliarden Dollar im Jahr, fehlen also noch 8, dann könnte man das ja am Ende des Tages mal auf vernünftige Füße stellen. Wenn man dann weiß, dass 85% der Flüchtenden auf der Welt auf der Südhalbkugel unterwegs sind und dass man gar nicht mal ein Problem der Nordhalbkugel und damit auch Europas oder des nordamerikanischen Kontinents ist, bei allen schlimmen Bildern, die wir sehen an Grenzen und Grenzzäunen, die von irgendwelchen Irren aufgebaut werden, so ist es am Ende des Tages tatsächlich ein Problem, wo wir den Südländern helfen müssen, dem globalen Süden, der traditionell ärmer dasteht, als es der Norden tut. Und das haben wir meines Erachtens auch in den Global Compacts on Migration und on Refugees entsprechend eigentlich geklärt in der Weltgemeinschaft, dass man dazu kommen muss, dass man Solidarität weltweit hat. Aber wie ich schon sagte, wenn unsere europäischen Staatschefs nicht in der Lage sind, solche Themen miteinander zu diskutieren,
Dann ist für mich immer die Frage, wie man das weltweit am Ende des Tages hinbekommen möchte. Niemand flüchtet aus seiner Heimat einfach so. Dafür gibt es viele Gründe: Krieg, Hunger, Bürgerkriege vor Ort, Stammesfäden und. Naturkatastrophen, klimabedingte Katastrophen durch Verwüstung und so weiter. Und das ist im Endeffekt das Thema, wo man angehen muss. Resettlement ist eine gute Option, aber sie dauert. Es gibt es nur für bereits anerkannte Flüchtlinge. Da braucht man den UNHCR. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit in diesem Bereich. Und IOM funktioniert auch wunderbar, da wo man es zulässt. Aber am Ende ist es meistens ein Problem der Finanzierung. Es ist ein Problem, dass sich die Staaten nicht einig werden und ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Und ich habe meine 3 Minuten jetzt ausgeschöpft und freue mich auf die Diskussion mit den Kollegen. Leider hat die Union abgesagt, weil ich glaube, dass die Vertreter der Parteien, die heute hier sind, wenn wir 4 uns zusammensetzen würden und das Problem diskutieren würden, wären wir innerhalb von 2 Stunden vermutlich fertig. Ich würde als FDP da natürlich darauf achten, dass das Geld im Rahmen bleibt, aber ansonsten denke ich mal, dass wir 4 uns einig werden. Vielen Dank. Dankeschön. Na, das sind doch gute Aussichten, wenn die Karten neu gemischt werden in der Bundestagswahl im 2021, wie auch immer. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich gebe das Wort jetzt nun an Frau Akbulut von der Linken und dann kommt Luise Amtswerk. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich denke, zu der ersten Frage kann ich natürlich sagen, dass gerade zu der weltweiten Situation ist aus uns, aus der Perspektive der Linken natürlich sehr wichtig, dass nicht die Geflüchteten, sondern die Fluchtursachen auch wirklich bekämpft werden und keine reinen Lippenbekenntnisse bleiben. Und wir sehen ja auch die Entwicklung, die verschiedenen Kriegs- und Krisen, aber auch die Rüstungsexporte aus Deutschland und auch aus der Europäischen Union bis hin zum NATO-Ziel 2% zu erlangen, aber auch unfaire Handelspolitik. Das sind ja sehr komplexe Fluchtursachen-Themen, aber hier erwarten wir natürlich auch auf Seiten Deutschlands auch eine entsprechende Wende in der Außenpolitik. Aber wir sehen ja auch, da muss ich natürlich auch Herrn Lindt widersprechen, in Deutschland gab es auch eine Reihe von Asylrechtsverschärfungen und auch Abschiebungen weiterhin in Kriegs- und Krisenländer, die wir ablehnen. Ganz zu schweigen von den anderen komplexen Prozessen, in dem der globale Süden weiterhin auch ausgebeutet wird durch die unfaire Handelspolitik und den Klimawandel und so weiter. Aber hier muss auch wenn hier davon gesprochen wird, dass Deutschland mit positivem Beispiel immer vorangeht, ist Deutschland auch mitverantwortlich an diesen vielen verschiedenen Problemlagen, die auch Menschen dazu führt, dass sie auch sich auf die Flucht begeben. Und wir haben ja auch den UN-Migrationspakt und auch den UN-Flüchtlingspakt auf globaler Ebene mit auch unterstützt. Und es ist wichtig, dass natürlich auch diese Werke auch von den Staaten auch umgesetzt werden und auch eine Bindungskraft haben. In Bezug auf Resettlement, im Grunde genommen geht es ja darum, dass die Mehrheit der Geflüchteten auch weiterhin Binnengeflüchtete sind. Und wenn sie dann ihre Herkunftsstaaten verlassen und zu einem Drittstaat kommen, beispielsweise der Europäischen Union, dann haben sie auch Anspruch auf ein faires, sollten sie auch einen Anspruch idealerweise zu einem fairen Asylverfahren haben. Und da sind wir bei weitem davon entfernt. Und entsprechend der Genfer Flüchtlingskonvention wird ja auch die Schutzeigenschaft definiert und auch auf Grundlage auf europäischer Ebene, auf Grundlage der Qualifikationsrichtlinien, die auch an die Genfer Flüchtlingskonvention gebunden ist. Aber der Zugang zu fairen und dezentralen Verfahren, die es idealerweise geben sollte, da sind wir weit weg von entfernt. Und Menschen begeben sich auch heute weiterhin auf die gefährlichen Routen, auch im Mittelmeer. Und wir sehen, dass tagtäglich auch die Europäische Union und auch die Bundesregierung mitverantwortlich ist, dass Menschenrechte auch an den europäischen an den Grenzen der Europäischen Union im Grunde genommen nicht mehr wirken und teilweise rechtsfreie Räume entstehen und viele Geflüchtete gar keinen Zugang haben zu fairen Asylverfahren. Ganz im Gegenteil, also Pushbacks zu Land und auch
zu Wasser findet auch weiterhin statt. Und auch das Nichtrückweisungsgebot wird auf Seiten der EU nicht angehalten, ganz zu schweigen von der Unterbringungssituation. Wir kennen ja die Zustände auf den griechischen Inseln. Dafür ist auch die Bundesregierung und auch die Europäische Union verantwortlich. Und hier muss sich vieles ändern. Wir hatten ja auch wirklich auch positive Entwicklungen auf die Initiative von verschiedenen Kommunen und Bundesländern, die auch Bereitschaft gezeigt haben, in Bezug auf die Situation auf den griechischen Inseln auch Geflüchtete aufzunehmen. Und hier muss sich auch viel mehr verändern und wir sind auch weiterhin solidarisch als Linke. Und ich denke, wie es auch hier schon angesprochen worden ist, es geht uns darum, auch, dass faire Wege auch geschaffen werden. Und Resettlement ist nur ein Instrument und es kann die anderen Instrumente nicht ersetzen, sondern muss halt einfach als zusätzliches Instrument betrachtet werden. Aber die Zusagen, die auch auf Seiten der Bundesregierung und auch auf Seiten der Europäischen Union sind hier nicht umgesetzt worden. Also auf Europäische Union hat man ja von 2020 von 30.000 Menschen gesprochen und und Deutschland sollte 5.500 Geflüchtete im Rahmen von Resettlement aufnehmen, aber derzeit sind es, glaube ich, etwa 1.400. Aufgrund der Corona-Situation ist natürlich auch die Situation der Geflüchteten jetzt auch total erschwert. Und wenn wir von einer globalen Pandemie sprechen, die auch global bekämpft werden muss, dann muss hier auch die Bundesregierung und auch die Europäische Union die Aufnahmekapazitäten im Rahmen von Resettlement-Programmen auch erhöhen und auch im Rahmen von humanitären Programmen. Ganz herzlichen Dank, Frau Akbulut. Ich gebe das Wort Luise Amtsberg zu derselben Frage. Ja, ich wiederhole sie nochmal vielleicht, weil wir haben jetzt natürlich viele wichtige Sachen wurden gesagt und wir haben natürlich ein ganz schönes Fass jetzt hier aufgemacht. Ja. Also wie kommen Flüchtlinge zu ihrem Schutz weltweit und wie sollte es idealerweise sein? Das ist natürlich so eine Frage, okay, wie kann man sie beantworten? Ich versuche es mal, indem ich auch so ein bisschen schon berücksichtige, was gesagt wurde. Ich finde zum einen, dass es jetzt aus deutscher Perspektive einen breiteren Ansatz braucht, ja, Flüchtlingspolitik nicht immer sozusagen zu betrachten als ein Handlungsfeld, das beginnt, wenn Menschen an den europäischen Küsten anlanden, sondern schon deutlich früher. Und deshalb finde ich, lieber Ulrich Lechte, bist du hier vollkommen richtig. Das ist nämlich mein Punkt 1 und das, was mich immer auch wirklich fertig macht. Katharina Stamm hat es schon gesagt, einige von uns sind schon eine ganze Weile in diesem Thema unterwegs und im Deutschen Bundestag vertreten. Dieses ständige Instrumentalisieren quasi der deutschen Außenpolitik für eine, ja, man muss es ja leider sagen, sehr restriktive flüchtlingspolitische oder restriktiv gegenüber Flüchtlingen restriktive Innenpolitik. Das haut nicht mehr hin, ja, weil wir ganz genau wissen, dass die Probleme, die es weltweit gibt und die Menschen in die Flucht schlagen oder vertreiben, dass die global sind und mit vielen Faktoren zusammenhängen. Ja? Nicht, wie es manche immer nur glauben machen wollen, mit irgendwie wirtschaftlicher Not oder existenzieller Not, sondern mit viel mehr Faktoren. Und deshalb braucht es einen breiteren Ansatz. Ja, wir müssen eine vernünftige Klimapolitik machen, denn sie raubt vielen Menschen weltweit die Lebensgrundlage. Im Übrigen auch so, dass wir jetzt schon wissen, dass viele ihr Zuhause wirklich verlieren werden. Ja, da braucht es auch eine Debatte darüber, was man eigentlich mit den Menschen macht, die sozusagen absehbar bald keine Lebensgrundlagen mehr haben. Wir haben natürlich die ganze Situation rund um das Thema Rüstungsexporte, eine anständige Bildungs- und Sozialpolitik mit zu unterstützen und deswegen Ulrich Lechte mit finanziellem Input sozusagen, finde ich total wichtig an der Stelle, dass wir eine Entwicklungszusammenarbeit machen, die nicht ja, Migration verhindert, blockiert, Migrationsrouten abschneidet oder so, sondern dass wir die Realitäten beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinent auch wahrnehmen, ja, auch die historisch gewachsenen Zusammenhänge wahrnehmen und eine Politik machen, die unterstützend sein kann, aber nicht invasiv. Ja? Und da, finde ich, haben wir noch echt wahnsinnig viel Luft nach oben. Diesen breiten Ansatz braucht es in meinen Augen, um dann auch entsprechend der Verantwortungslogik in Europa Flüchtlingspolitik zu machen. Und das ist mir wichtig an der Stelle zu sagen, dass also die grüne Flüchtlingspolitik, und ich glaube, das teilen hier viele Kolleginnen und Kollegen, ist eine, die sagt, wir haben eine Verantwortung, weil wir eben mit unserer Art zu leben im globalen Süden Probleme verursachen. Und daraus ergibt sich eine Verantwortung und die kann unter anderem darin liegen, dass man eine ordentliche Entwicklungszusammenarbeit macht, aber eben auch darin, dass man Flüchtlinge aufnimmt. So.
Und das ist sozusagen der Anspruch, den wir haben. Ja. Vorhin wurde das ja auch schon gesagt von Roland Bank bezogen auf Uganda. Ich habe das Land selber auch besucht und muss sagen, es ist einfach beeindruckend sozusagen, ja, wenn man die Debatten miteinander auch vergleicht, hierzulande und dort vor Ort. Eine ganz andere Selbstverständlichkeit im Umgang mit Solidarität und Flüchtlingsaufnahme. Und sozusagen die Erkenntnis erst einmal auch mit Zahlen vernünftig umzugehen. Denn der größte Teil ist natürlich unterwegs als Binnenvertriebene. Das finde ich ist auch sozusagen wichtig, das für die eigene Politik erstmal zu erkennen und dann dementsprechend zu handeln. Und die Menschen, die nach Europa kommen, ja, wenn man die Frage stellt, wie sollte es sein? Natürlich, wenn wir uns in so vielen Fragen als Europäische Union, als ein gemeinsam handelnder Akteur begreifen, ja, ist natürlich eine Hauptanforderung an uns, dass wir eine gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik machen. In meinen Augen besteht die im Wesentlichen darin, dass wir solidarisch sind mit den Ländern, die geografisch sozusagen am nächsten sozusagen erstmal liegen, ja, wie Griechenland, Italien, einfach durch ihre geografische Lage in einer anderen Herausforderung auch Verantwortung sind, als wir es beispielsweise in Deutschland sind. Und da Solidarität zu zeigen und dafür zu sorgen, dass wir fair verteilen, dass wir alle einen Beitrag leisten zur dauerhaften Aufnahme, ist in meinen Augen genauso wichtig, wie am Ende auch sich die Frage zu stellen, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass Menschen, die hier in Deutschland leben, wirklich auch eine dauerhafte Perspektive bekommen, dass sowas wie Kettenduldung oder weiß nicht, sichere Herkunftsländer oder gute und schlechte Bleibeperspektive und was es alles so gibt in der Flüchtlingspolitik, dass Menschen irgendwie das Ankommen und Hierbleiben erschwert, dass wir damit ein Ende machen. Weil wir, ja, für alle, die sozusagen das humanitäre Argument nicht überzeugt, für alle sozusagen, die nicht da den Fokus drauf haben, es ist auch nicht klug im Sinne unseres Landes, ja. Menschen hier sozusagen im Limbo zu halten und ihnen nicht die Möglichkeit zu geben, sich arbeitsmarkttechnisch, bildungstechnisch zu integrieren. So, und das war jetzt ein großer Wurf, aber wenn es die Frage, also finde ich erstmal, mein Appell ist sozusagen, die Debatte muss breiter betrachtet werden und zwar von Anfang bis Ende. Und das heißt für mich sozusagen von der Frage, was treibt Menschen in die Flucht und was können wir eigentlich tun, damit Menschen hier ein würdiges, menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben am Ende dann auch führen können. Herzlichen Dank an die erste Runde. Ja, das war die 1-Million-Dollar-Frage, ohne kein Zweifel. Aber ich würde Sie jetzt gerne nochmal bitten, untereinander nochmal vielleicht etwas zu erwidern oder vielleicht noch ein bisschen konkreter zu werden. Also wenn jetzt Sie in der Regierungsverantwortung wären, was wären Ihre Stellschrauben jetzt als nächstes? Wo sehen Sie den ersten Anpack politisch, aber auch rechtlich? Wo muss man da jetzt eigentlich den Fokus draufsetzen, damit dieser Gap of Protection Spaces oder sozusagen, also der fehlende Schutzraum, den wir momentan haben, pandemiebedingt, aber auch sonst politisch, wo kann man da am besten jetzt dran drehen in Bezug auf humanitäre Aufnahmen, Resettlement, aber auch dem Zugang im Allgemeinen? Können sich gerne noch einfach per Handzeichen melden und ich ermuntere die Zuschauenden einfach nochmal Fragen ins Fragenfeld zu stellen. Es gibt sicherlich auch kontroverse Dinge, die wir eben angesprochen haben zum Thema individueller Schutz und Resettlement-Aufnahmen. Wer kommt da? Wie gehen wir damit um? Ja, sehr schön. Ich nehme Herrn Ulrich Lechte dran und dann Luise Amtsberg. Dann bin ich der Erste, der das böse Wort Corona in den Mund nimmt. Wir haben bei der Corona-Pandemie gelernt, dass wir plötzlich wieder lauter nationalistische Tendenzen haben und die Länder sich alle um ihre eigene Nase kümmern. Das Gleiche gilt leider für alle weltweiten Projekte. Das hat uns Trump in den letzten 4 Jahren ja sehr versaut und den Multilateralismus kaputt gehauen. Ich bin jemand, der damit groß geworden ist, dass man miteinander Dinge klärt und dass man, wenn Macron seine europäischen Thesen aufstellt, dass man darauf auch mal antwortet. Das fehlt mir die Antwort aus dem Kanzleramt und leider keinen von der Union da. Und das Gleiche gilt bei der Corona-Pandemie. Ganz am Anfang haben wir noch nicht mal Masken nach Italien geliefert, weil wir Angst davor hatten, dass wir selber keine mehr haben und. Also das heißt, wir müssen auch diese Fragen alle wieder miteinander als Weltgemeinschaft klären. Deswegen war ich auch so ein harter Verfechter vom Compact on Migration und dem Compact on Refugees, wo wir ja von der AfD hier behandelt wurden. Also da war Helge Lindt auch in der Debatte und Luise Amtsberg wird sich mit Sicherheit auch gut erinnern und Gükay auch. Also das waren Momente, die ich nicht wieder erleben möchte, wie einfach mit der Unwahrheit gearbeitet wird.
Und das muss aber wieder zumindest auf die europäische Ebene gehoben werden. Also mir fehlt das, wir hatten jetzt ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft, ich habe davon nichts mitbekommen. Also Helge Lind, sorry, als Koalitionsmitglied, aber da wurden die Fragen nicht beantwortet. Wir hatten eigentlich große Hoffnung, Horst Seehofer hatte zumindest so getan, als ob er dieses Thema auf die Agenda setzen würde, hat er aber nicht gemacht. Und wir wissen, dass es nur wenige europäische Staaten gibt, die mit uns gemeinsam agieren wollen. Aber da muss man sie halt bearbeiten und man muss dann auch entsprechende Hebel finden. Und wenn jemand keine Flüchtlinge aufnimmt, dann muss er mehr Geld für Frontex zur Verfügung stellen. Oder aber kriegt Abzüge aus dem EU-Haushalt und andere Länder werden dann entsprechend bevorteilt. Sorry, ich komme immer wieder mit dem Geld, aber das ist die Sprache, die meistens verstanden wird. Und wir sind einer der wichtigsten Zahler weltweit im System. Und genauso erwarte ich auch von Bundesregierung und von Leuten aus dem Auswärtigen Amt, dass man auch solche Themen immer wieder aufs Trapez stellt. Die Chinesen wollen keine Flüchtlinge zum Beispiel, zahlen aber auch kaum was für ein UNHCR. Als mittlerweile drittstärkste Volkswirtschaft der Welt könnte man erwarten, dass sie eine halbe Milliarde im Jahr an UNHCR zahlen. Tun sie nicht. Also, solche Sachen müssen aufs Trapez und die müssen auch entsprechend von der nächsten Bundesregierung ganz genau benannt werden. Und da braucht man sich auch nicht zurückhalten. Die anderen haben auch immer Forderungen an uns, die wir versuchen zu erfüllen. Dementsprechend kann man auch mal Forderungen nach draußen stellen und klar sagen, Leute, das sind Themen, die weltweit sind und die müssen wir miteinander behandeln. Vielen Dank für diese außenpolitische Perspektive. Ich gebe nochmal dir das Wort, Luise Amsberg. Ja, vielen Dank. Also was kann man konkret tun? Ja, da kann man sich, glaube ich, einfach die Frage stellen, was wurde konkret nicht getan und falsch gemacht in den letzten Jahren und dann tut man das Gegenteil. Und was ich damit konkret meine, ist tatsächlich die sicheren Wege. Ja. Ich spreche bewusst nicht von legalen Wegen, sondern von sicheren Wegen, um auch nochmal deutlich zu machen, dass es ein Vorteil ist, ja, wenn man sich bemüht, sozusagen schon da anzusetzen, wo Krisen sind, ja, nämlich in den Herkunfts- und in den Nachbarländern von Herkunftsländern, damit wir eben diese unsägliche Situation auf dem Mittelmeer auch in irgendeiner Form zumindest mit etwas Humanitären und nicht nur mit Frontex und Pushbacks beantworten können. So, und das ist für mich immer auch das gewesen, was Resettlement ausmacht. Eine Idee davon zu bekommen, dass man etwas tun kann, das früher ansetzt. Ja, denn das ist furchtbar, was in Griechenland passiert und absolut inakzeptabel. Aber es ist natürlich, ja, wenn man die Frage stellt, wie kann man eigentlich eine vernünftige Verteilpolitik in Europa organisieren, wenn man nicht die Frage beantwortet, wo kommen die Menschen an? Ja, das macht dann keinen Sinn so. Deshalb plädiere ich nochmal dafür, vorher anzusetzen. Und das Resettlement-Programm erfährt deswegen so eine hohe Unterstützung, unter anderem auch von mir, weil es eben genau da ansetzt, weil es Menschen auf einem sicheren Weg Schutz verschafft. Und das ist, glaube ich, wichtig, deshalb muss das ausgebaut werden in meinen Augen. Ich glaube, wir tun viel zu wenig. Ich finde es auch richtig, das Thema europäisch zu bewegen, auch nochmal zu formulieren, was können wir als Europäische Union gemeinsam auch tun. Zur USA wurde jetzt eine Menge gesagt, dazu hätte ich sonst gerne auch noch was gesagt, aber das, glaube ich, belasse ich dabei. Ergänzend dazu kann man natürlich auch noch andere sichere Wege stärken, wie zum Beispiel den Familiennachzug. Das ist in meinen Augen einer der zentralsten Punkte, einfach weil ich als Flüchtlingspolitikerin hier im Bundestag natürlich auch massiv sozusagen mit diesen Einzelschicksalen konfrontiert bin. Ich bin echt irre begeistert und wahnsinnig froh, dass Baden-Württemberg jetzt in dem neuen Koalitionsvertrag eine Regelung schafft, die es zumindest Geschwistern ermöglichen soll, nachzuziehen. Ich glaube, das ist der richtige Weg, ja, damit voranzugehen und zu sagen, was wir mindestens leisten können, weil es auch integrationspolitisch klug ist, ist, die Familien zusammenzuführen. Und nicht erst in 5 Jahren, sondern sobald es geht. Und dass das auch analog zu unserem Grundgesetz oberste Priorität hat. Aufnahme aus Griechenland ist natürlich, wir haben eine Situation dort, die ist so nicht akzeptabel und man kommt aus der nur raus, wenn man verteilt und aufnimmt. Das ist, glaube ich, jedem klar. Die Situation auf den griechischen Inseln wird sich nicht von alleine verbessern. Insofern würde ich immer, deshalb ist es sozusagen auch mein Votum bei Resettlement, immer auch zu sagen, das muss sozusagen dazukommen. Das kann nie sozusagen das sein, was wir tun, flüchtlingspolitisch, weil wir das Problem in Europa eben noch nicht gelöst haben. Ja? Und weil es hier eben auch Relocation dann in dem Fall braucht, ja, und zwar wirklich zwingend. Das wäre sozusagen mein Votum, sich auf die sicheren Wege zu konzentrieren und dann, das habe ich vorhin schon gesagt, für einen dauerhaften Aufenthalt, eine schnelle Einbürgerung in Deutschland auch zu sorgen, aber auch Migration als etwas Selbstverständliches zu sehen. Ja, zirkuläre Migration ist für mich auch immer ein wichtiger
wichtige Stichwort in diesem Zusammenhang, dass auch wir in Deutschland lernen, dass sozusagen Migration, aber auch Flucht, ja, zur Lebensrealität mit dazugehören. Ja, traurigerweise, aber es ist so. Und dass wir auch irgendwie lernen, damit eine gewisse Selbstverständlichkeit auch einhergehen zu lassen. Nicht jedes Mal wieder, weil das einfach auch schädlich ist für die politische Kultur und für die Stimmung in diesem Land, jedes Mal wieder über 150 Menschen in dem Aufnahmeprogramm und 5 Monate später in dem, weil das muss ich auch ehrlich sagen, bin ich jetzt auch langsam wirklich sehr, sehr leid, diese Debatten zu führen. Ganz herzlichen Dank auch für den Aspekt der Familienzusammenführung, was ist ja auch ein legaler, sicherer Zugangsweg, der hier erwähnt gehört, denke ich. Helge Lind. Vielen Dank. Ich fange mal im Nationalen an und versuche es dann ein bisschen zu weiten, wobei das natürlich interagiert. Herr Lechte hatte ja aber charmant natürlich die Kritik an der Bundesregierung, was ja auch völlig berechtigt ist, legitim geübt. Ich kann da noch ergänzen, im Rahmen dessen kann er auch die Innenpolitiker der FDP, zum Beispiel Frau Teuteberg, überzeugen, denn sie überholt uns bei weitem rechts in der Frage von Flüchtlingsaufnahme. Also die Randbemerkung sei mir doch gestattet in dem Zusammenhang. Also da können wir dann gut konzertiert zusammenarbeiten an der Überzeugungsarbeit. Im Nationalen, um es auch ein bisschen pragmatisch auszugestalten, fände ich es, wie ich vorhin schon andeutete, wirklich ein Durchbruch, wenn man diesen sehr konkreten Willen zu helfen und zu unterstützen, den wir in vielen Kommunen und auch zum Teil in Bundesländern Leben nicht verhindern und bremsen würde, sondern ermöglichen würde. Jetzt nicht im Sinne von, dass insgesamt Asylpolitik dann nicht mehr bundesrechtlich ist, aber dass sie Hindernisse etwa in 23, 1 und 2 wegräumt und da dieses doch teilweise sehr unwürdige Verweisspiel und diese Blockaden zwischen zig Beschlüssen in Kommunen und dem Nicht-Funktionieren aufheben kann. Das würde konkret, glaube ich, einiges verbessern und würde übrigens auch die Kommunen, die Zusagen gemacht haben, aber das nie realisieren müssten, auch in die Situation bringen, dass es dann realisieren müsste, was auch gut wäre. Zum Zweiten scheint mir es auch ganz praktisch zu sein, es wurde ja erwähnt, ist mir auch ein Anliegen, habe auch regelmäßig Runden dazu, Frage des Familiennachzuges, brauche ich nicht alles zu wiederholen, aber das ist sowohl einiges gesetzlich als auch untergesetzlich zu machen und ein Sonderphänomen ist tatsächlich der Geschwisternachzug, der einfach unnötigerweise durch den Kaskadennachzug mühsam gemacht wird und der auch nicht nur viel menschliches Leid ersparen würde, wenn man ihn anders regelte, sondern auch viel Bürokratie und damit auch Ausländerbehörden entlastete. Womit ich zum nächsten Punkt komme, wir haben jetzt so diese großen strukturellen Fragen, aber Bedingungen zu schaffen, in der die Alltagsrealität von Geflüchteten und auch denjenigen, die sie begleiten und auch anerkannten, erleichtern würde und auch Mitarbeiter und Mitarbeiter der Ausländerbehörde, wäre aus tausenden Fällen, die ich kenne und erlebe, bis zum heutigen Tag auch eine große Befreiung. Also die ganze Frage der ja jetzt noch schärfer gewordenen, also da übe ich ja auch Kritik und bin keineswegs deckungsgleich, weder mit allen in meiner Fraktion noch in der Bundesregierung, teilweise der unnötige Aufwand bei Dokumentenbeschaffung, der sehr viel Geld kostet und viel Dramen produziert und oft gar nicht effektiv ist, da wären deutliche Erleichterungen möglich und wäre sozusagen mehr Realismus befreiend und auch so, dass wir, sei es mit Stichtagsregelungen und anderen, zu einer Situation kommen, wo wir nicht immer dem Selbstbetrug anheimfallen, dass Menschen, die Jahre, vielleicht Jahrzehnte hier leben, dann wieder zurückkehren oder wir dann eine Duldungsform nach der nächsten folgen lassen. Auch das, glaube ich, wäre für alle für ein gelingendes Zusammenlegen sehr, sehr hilfreich im nationalen Kontext. Und dann weite ich das mal auf internationale Zusammenhänge. Ich glaube, so wichtig es ist, dass wir jetzt immer gesamteuropäische Wege betonen, ich bin davon nicht überzeugt, dass das so funktionieren wird, wie wir es immer betonen, sondern bin da auch Freund, dass man dann eben zur Not kleinere Wege geht und dass dann die Willigen sich zusammentun und auf dem Weg Fragen der Verteilung angehen, aber auch in Bezug auf Seenotrettung oder auch humanitäre Aufnahmeprogramme, Stichwort Griechenland und Relocation, zusammenwirken und nicht warten, bis alle dabei sind, denn dann warten wir ewig. Und in dem Zusammenhang fände ich auch solche Ansätze wie unter anderem Gesine Schwan und weitere sie vorschlagen, die Kommunen auch gezielt belohnen, die aufnahmewillig sind und die dann zusätzliche
umfassende Investitionen erhalten von der EU und den beitragszahlenden Staaten für Infrastruktur, fände ich einfach mal einen smarten Ansatz, der aus dieser Negativ-Restriktiv-Spirale in eine ganz andere positive Erzählung sich wendet. Und ein letzter Punkt, das Traurige ist ja, was man auch sagen muss, wenn wir über Griechenland zum Beispiel sprechen, nützt, glaube ich, nichts groß belehrend zu sein aus deutscher Perspektive, schon gar nicht aufgrund der deutsch-griechischen Geschichte, aber einfach festzustellen, es ist ein Trauerspiel, dass da Relocation notwendig ist und dass die EU bis zum heutigen Tage, und da sind wir ja mitverantwortlich, nicht imstande sind, auf ihrem eigenen Gebiet menschenwürdige Unterbringung zu gewährleisten. Denn das ist ja der maßgebende Grund dafür, dass es überhaupt um diese Aufnahmeprogramme zum Beispiel aus Griechenland geht. Und das ist, glaube ich, auch kein Zustand, den wir perpetuieren sollten. Ganz herzlichen Dank. Das waren nochmal schöne Aspekte, die wir jetzt zusammengetragen haben oder die Sie nochmal mit eingebracht haben. Wir haben jetzt aber auch einige Zuschauerfragen. Und ich bitte dann Rebecca Einhoff, das Wort zu stellen. Frau Akbulut, Sie hatten sich noch gemeldet. Möchten Sie noch kurz? Ja. Sie dürfen gerne, gerne noch eine Replik. Auch wenn linke Regierungsbeteiligung eher unrealistisch ist, würde ich aber, wenn idealerweise wir so eine Option hätten, natürlich auch unterscheiden, was man auf nationaler, auf europäischer und auf internationaler Ebene umsetzen kann. Und hier würden wir ganz klar weiterhin uns gegen jede Form von Abschiebung stellen und uns für die Wiederherstellung des Asylrechts einsetzen und uns gegen die restriktive Migrations- und Einwanderungspolitik uns stellen und einfach den Zugang zu Bildung, Sprache, Qualifikation ermöglichen, aber auch die zentrale Unterbringung und auch die Kommunen und die Bundesländer, die hier auch mit gutem Beispiel vorangehen, auch stärken, vor allem aber auch die Beratungsstrukturen mit entsprechenden Finanzmitteln auch ausstatten. Und auf europäischer Ebene wäre es für uns sehr wichtig. Wir plädieren ja für das Free-Choice-Modell, dass die Geflüchteten selber entscheiden, in welches Land sie möchten, weil sie in der Regel dort an auch entsprechende Kontakte haben. Und wir sehen ja auch, dass das Dublin-System eigentlich gescheitert ist und die Hotspots sich aufgelöst gehören. Genauso Frontex-Ausstattung, all das, was man quasi in die Militarisierung der europäischen Grenzregime rein investiert, sollte man diese Mittel für die bessere Versorgung von Geflüchteten einsetzen. Und was für uns auch sehr, sehr wichtig ist, keinerlei Abkommen mehr mit autoritären Regimen wie der Türkei oder auch Libyen auf Kosten von Geflüchteten schließen. Hier hat die Bundesregierung, was wir auch von vornherein schon seit Jahren gesagt haben, wenn Länder selbst Kriege und Krisen führen und Menschen zur Flucht zwingen, dann können sie nie und niemals als Partner in der Flüchtlingsfrage agieren. Und diese Form von Abkommen müssen beendet werden, aber auch die ganzen Lager, die Hotspots-Konzepte gehören aufgelöst und die Pushbacks müssen beendet werden. Und im Grunde genommen gibt es hier auch Best-Practice-Beispiele auf kommunaler Ebene, auch auf unterschiedlichen europäischen Ländern. Und hier kann man sich auch an Best-Practice-Beispielen orientieren von Entlärften, also da kann man auch auf europäischer Ebene einen guten Austausch starten, auf kommunaler, auf regionaler und auf europäischer Ebene und dort besser auch für die Stärkung der Rechte der Geflüchteten einsetzen. Und natürlich auf internationaler Ebene alle Rechtswerke vom GfK bis zum Menschenrechtsabkommen, die auf internationaler Ebene entsprechend eingehalten werden müssen, aber auch eine stärkere Bindungskraft natürlich des UN-Migrationspaktes und des Flüchtlingspaktes. Das wären so einige der Maßnahmen, wenn wir wirklich auch die Option dazu hätten. Ja, vielen Dank. Zur Kooperation mit Drittstaaten zum Thema Resettlement kommen wir auch gleich in der nächsten Fragerunde. Aber wir haben jetzt einige Zuschauerfragen. Rebecca, du hast das Wort. Genau, vielen Dank, Katharina. Wir haben mittlerweile einige Fragen gesammelt. Es ist wirklich ziemlich viel dabei, von der Außenpolitik bis zu den nationalen Programmen, von Relocation bis Resettlement. Und ich fange an mit einem kleinen Kommentar, der bezieht sich tatsächlich auch nochmal auf die US-Regierung. Denn die US-Regierung hat ja angekündigt, die Resettlement-Plätze massiv zu erhöhen, im Gegensatz zur alten US-Regierung. Und es wird der Kommentar gemacht, dass man diese
Plätze doch nur noch aufstocken müsste durch die EU-Mitgliedstaaten und dann schon einem Großteil der besonders schutzbedürftigen Flüchtlinge weltweit geholfen wäre. Dies vorneweg. Ansonsten fange ich an mit einer Frage zu Kommunen. Die Aufnahmebereitschaft der Kommunen in Deutschland wird nach wie vor ignoriert, wird hier aus der Zuschauerschaft festgestellt. Hier wird jetzt Bezug genommen auf Relocation. Die Aufnahme eines Großteils der Geflüchteten aus Griechenland, Bosnien wäre ohne Probleme möglich. Mit der Bitte um Stellungnahme der Podiumsteilnehmenden. Und ich denke, wir können hier protokollgemäß auch wieder mit der Regierungspartei anfangen. Herr Lindt. Die Regierungspartei, SPD, sehr schön. Ja, also ich glaube, man muss beides sagen. Zum einen ist es ja nicht, damit wir auch nicht sagen, das ist der Weg überhaupt. Also es ist ja nicht ein Normalzustand, dass wir überhaupt darüber reden, dass Menschen aufgrund der Situation, wie sie in Bosnien sind, in Griechenland, und das ist nicht allein diesen Ländern zuzuschreiben, in der Situation sind. Also das sage ich jetzt bewusst, weil wir uns auch nicht gewöhnen sollen, dass das so Aufnahmeprogramme dieser Art wunderbare Lösungen sind und dann haben wir nicht mehr die anderen Probleme. Das wäre, glaube ich, eine verzerrende, sondern die sind deshalb auch in dem Fall wichtig, weil an anderer Stelle Europa und in dem Fall in dem Zusammenspiel auch Deutschland nicht funktioniert und versagt. Das muss man eben auch benennen und ist dann eine Notvariante unter diesen Bedingungen. Dann aber in der Tat ist es so, wie es beschrieben wurde. Ich bin eindeutiger Befürworter, das habe ich ja jetzt schon zweimal gesagt und betont, dass diese Hilfsbereitschaft, Aufnahmebereitschaft zahlloser Kommunen auch in der Weise realisiert werden müsste, dass sie die Möglichkeit bekommen und dass das nicht blockiert werden kann. Und ich, ein Argument, die Union ist heute nicht dabei, das dagegen immer verwandt wird, ist die Bundeseinheitlichkeit, die wir dadurch aber aus meiner Sicht nicht in Frage gestellt, in keiner Hinsicht, wenn man entsprechend ohne eine Sperren, ohne eine blockierende Einvernehmensregelung seitens des Innenministeriums und damit der Bundesregierung es Ländern einfacher möglich machen würde und in dem Zusammenhang Kommunen jetzt als Teile der Länder, aber auch als eigene Akteure ermöglichen würde, Menschen aufzunehmen. Die Kommunen wollen ja keine eigene Außenpolitik machen, also die Gefahr besteht nicht und es wird ja von ihnen auch gar nicht gewollt. Deshalb ist das auch kein drohendes Szenario, das riesige Unordnung auslösen würde. Aber wir haben so viele vorliegende Beschlüsse, auch unterschiedlichster politischer Kombinationen im Übrigen, teilweise auch mit sehr großen Bündnissen aller demokratischen Parteien. Und wenn man mal hochrechnet, um wie viele Personen es pro Kommune geht, ist das wirklich überschaubar. Und Kommunen, die nicht dazu bereit sind, würden ja auch nicht gezwungen, sondern es gibt genügend Freiwillige, die es machen könnten. Das heißt, das wäre sowohl als auf deutscher Ebene, wie auch darüber hinaus. Also wir haben ja zum Beispiel, auch wenn man es mal weiterdenkt, interessanterweise auch Kommunen beispielsweise in Polen, die anders als die Regierung dort überhaupt nicht so restriktiv denken, sondern viel aufnahmebereiter sind und offener sind und keineswegs geflüchtetenfeindlich eingestellt sind. Damit hätten wir, denke ich, einen wirklichen Durchbruch, der nicht irgendwie das, sagen die Hoffnung und das Licht überhaupt am Ende des Asyldramas ist, der aber ganz konkret vielen Menschen in der Situation jetzt weiterhelfen würde. Und im Übrigen auch, und jetzt nenne ich noch einen letzten Punkt, in dem Modell von Schwan gibt es ja auch sowas wie Räte, in denen die Gesamtgesellschaft in der Kommune das Thema begleitet und sich engagiert, von Wirtschaft über NGOs bis zu unterschiedlichen Kooperationen und Vereinen. Die entwickeln dann auch ein ganz anderes Bild und wir haben eine völlig andere Debatte dann, so hoffe ich und denke ich, als wir sie etwa nach 15, 16, 17 erlebt haben, mit einem ganz anderen Framing und einer viel größeren bewussten Entscheidung für Aufnahme von Geflüchteten und nicht unter dem Rubrum der Abwehr und der Restriktion. Ja, vielen Dank. Ich denke, Herr Lechte, genau, Sie schalten schon Ihr Mikrofon an, auch als Außenpolitiker, es wurde ja eben auch gerade schon angesprochen, inwieweit besteht denn die Befürchtung, dass die Kommunen sich da irgendwie außenpolitisch engagieren? Das ist ja vielleicht auch eine Frage, die Sie dann nochmal mit anderen Augen sehen. Wir sind gespannt.
Ja, also ich wollte zunächst dem Helge Lind zumindest antworten. Wir sind derzeit Opposition und mir ist nicht bekannt, dass Linda Teuteberg die deutsche Migrationspolitik maximal beherrscht. Also es wäre in meiner Sicht möglich, dass SPD und Konservative in diesem Land etwas auf den Weg bringen. Aber mei, das gehört im Wahlkampf dazu, geschenkt und en garde wieder zurückgegeben. Es war noch die Frage nach den USA, wenn ich da kurz drauf eingehen dürfte. Da ist es ja so, wir kommen jetzt langsam wieder zurück zu den Zahlen, die bei Obama waren. Also dort gab es, wenn ich mich recht erinnere, 85.000, die jedes Jahr resettlement-technisch dazugenommen werden durften. Trump hat das schlicht und ergreifend auf 15.000 runtergefahren und Biden ist jetzt wieder bei 65.000 zurückkehrend und möchte dann wohl nach den Midterms auf 125.000 hochgehen. Wenn wir dann in Europa, wo Zahlen zwischen 100 und 200.000 im Gespräch sind und Deutschland derzeit mit 5.000 dabei ist, was wir vielleicht mal irgendwann auch ein bisschen erhöhen könnten, dann am Ende auf, sagen wir mal, 300.000 vielleicht all-inclusive kommen, dann ist es immer noch ein Riesengap von 1,2 Millionen derzeit weltweit wirklich Schutzbedürftigen aus den 80 Millionen Flüchtlingen. Im Resettlement dann am Ende auf grünen Zweig zu kommen. Ob jetzt die bosnischen Flüchtlinge das Hauptaugenmerk verdient haben bei vielen, vielen anderen Flüchtlingen weltweit, mag ich mal dahingestellt lassen. Also ich denke, da gibt es krisengeschütteltere Regionen, die unserer Aufmerksamkeit mehr bedürfen. Das ist auch einer der wenigen Punkte, wo wir mit den Grünen wirklich nicht übereinstimmen, wenn es um die Frage von sicheren Herkunftsländern geht. Das ist die gute alte Debatte, wo sich dann Toni Hofreiter und Christian Lindner im Plenum wieder anbrüllen dürfen. Überhaupt keine Frage, können sie ja gerne machen. Aber ich denke mal, wir sollten das Thema auf die wirklich wichtigen Punkte hier heute kaprizieren. Und dazu gehört unter anderem, dass wir dringend im europäischen Sektor miteinander sprechen müssen und dass Deutschland mit 5.000 weit unter seinen Möglichkeiten derzeit bleibt. Und wir meines Erachtens im Bereich von Resettlement, wo es um wirkliche schutzbedürftige Flüchtlinge, die vom UNHCR als solche anerkannt wurden, dann dafür sorgen können, dass Frauen, Kinder, Jugendliche, unbegleitete Minderjährige eine Chance bekommen. Und zu Moria äußere ich mich jetzt lieber mal gar nicht, weil das ist für mich nach wie vor ein absolutes Fanal der europäischen Moral, die total verkommen zu sein scheint. Weil, dass wir solche Zustände auf europäischem Boden haben, ist, macht mich immer wieder wütend. Und da würde ich mich jetzt auch nicht zu sehr in Rage reden. Was die Griechen dort ableisten, ist eine Katastrophe. Jeder, der dort war, ich habe es mir Gott sei Dank bisher gespart, mir langen die Bilder und die Berichte von Leuten wie Schnarrenberger oder Konstantin Kuhle, Gede Jensen aus meiner Partei. Das ist unfassbar, was da auf europäischem Boden stattfindet. Und das hat nichts mit Push, Pull oder sonstigen Faktoren zu tun. Also es ist eine absolute Katastrophe. Ja, vielen Dank. Und jetzt schlage ich aber wieder den Bogen zu den Kommunen. Und würde Frau Akbulut gerne bitten, hierzu auch noch mal etwas zu sagen. Wie sehen Sie die Rolle der Kommunen und haben Sie auch den Eindruck, die Kommunen mit ihrer Aufnahmebereitschaft werden eigentlich? Auch mit sehr gutem Beispiel vorangegangen sind und auch die Aufnahmebereitschaft gestellt haben. Und es kann nicht sein, dass diese Bereitschaft von Herrn Seehofer und von der Bundesregierung dermaßen blockiert wird. Das ist absolut untragbar und ich denke, Kommunen sind auch die ersten Anlaufstellen quasi auch für das Ankommen der Geflüchteten sehr, sehr, sehr wichtig und brauchen auch entsprechende finanziellen Mittel, vor allem aber auch um dezentrale Unterbringung zu ermöglichen, aber auch wirklich Sprachkurse für alle Geflüchteten zu ermöglichen, ohne sie gegeneinander auszuspielen. Also hier sind dringend Investitionen notwendig für die Kommunen, gerade auch in Bezug auf die Corona-Situation und die Infektionsketten, die sich unter anderem in Flüchtlingsunterkünften sehr, sehr schneller verbreiten können. Ich glaube, hier haben wir bundesweit sehr viele gute Beispiele in den Kommunen, die auch als Beispiel hinzugezogen werden können. Ja, also das kann man sicherlich bestätigen. Die Aufnahmebereitschaft der Kommunen hat sich ja auch in
vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen niedergeschlagen. Und Frau Amtsberg, das haben Sie sicherlich auch beobachtet und haben dort sicherlich auch eine Meinung zu. Ja, nicht nur das. Wir haben sogar einen Antrag dafür eingebracht in den Deutschen Bundestag. Und ich denke, die Linke auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja, zur neuen Aufnahme, sage ich jetzt jeder Vollständigkeit halber mit dazu. Also ich finde ja immer bei dieser ganzen Sache ist ja die Frage, warum machen die Kommunen das? Also warum fühlen sie sich gerade gemüßigt, ein Thema, das eigentlich zur Bundespolitik gehört, ja, die Aufnahme aus anderen Ländern, ist ein bundespolitisches Thema, warum machen die Kommunen das? Und das finde ich ist eigentlich die relevanteste Frage, um dazu eine politische Äußerung zu treffen. Sie machen das, weil sie es unverantwortlich finden, was die Bundesregierung macht. Weil sie finden, dass so wenig gemacht wird. Und weil sie natürlich ihre Strukturen und Kapazitäten vor Ort kennen. Und der Meinung sind, dass Deutschland mehr leisten kann. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, Deutschland kann mehr oder weniger leisten, will ich nicht vom Innenminister hören. Ich will es natürlich von den Kommunen und von den Menschen vor Ort hören. Weil da ist natürlich der Ort, an dem Flüchtlingsaufnahme dann real stattfindet, wenn sie sozusagen den Flughafen verlassen. Ja, dann geht es wirklich darum, wie können die Menschen in den Ausländerbehörden begleitet werden durch das Asylverfahren. Wie können wir dafür sorgen, dass Kinder aus den geflüchteten Unterkünften auch in die Schule gehen können und so weiter. Das sind alles kommunale oder manchmal auch Landesthemen. So. Insofern haben wir uns irgendwann die Frage gestellt, auch wenn ich eigentlich eine Verfechterin dafür bin, nach wie vor, dass der Bund eine vernünftige, breit getragene, international bedachte Flüchtlingspolitik macht. Und das kann natürlich auch nur der Bund, ja, also in Verhandlungen mit anderen Ländern gehen und so weiter. Das sind natürlich schon alle so Sachen, oder auf europäischer Ebene. Das ist natürlich Bundesverantwortung. Aber wenn man eben merkt, dass an der Stelle die Bereitschaft eben nicht da ist, zum Beispiel ein Land wie Griechenland, in dieser unfassbar dramatischen Situation unkompliziert und schnell zu helfen, weil wir wirklich mehr Zeit damit verbringen, zu diskutieren, ob jetzt 150 humanitär ist oder 550 oder was weiß ich, was für Zahlen da durch die Welt geisterten. Ja? Wenn das sozusagen der politische Ton und der deutsche Beitrag zu dieser Debatte ist, dann kann ich eben auch kluge Oberbürgermeister von Städten verstehen, die sagen, hey, jetzt reicht's auch mal. Ne? So, da haben wir keine Lust drauf. Und Helge Lindt hat vorhin schon darauf hingearbeitet, sozusagen mit dieser Art von Haltung, dass auch Kommunen, also nochmal, da wo Integration und Aufnahme stattfindet, ein Recht haben müssen, sich auch in dieser Frage bundespolitisch zu äußern zumindest. Finde ich total nachvollziehbar, denn es ist, wie Helge Lindt sagt, es gibt auch viele andere europäische Länder, wo wir nationale Regierungen haben, die einem in Angst und Schrecken versetzen können und trotzdem Kommunen, wo Menschen leben, die vielleicht selber sogar Fluchtgeschichte haben, die das kennen, die das historisch kennen, ja, die sagen, nee, also da sind wir einfach nicht mit unserer nationalen Regierung auf einer Linie. Distrikt so und so in Ungarn sieht es anders und möchte das auch laut bemerkbar machen, weil hier geht es ja nicht um nichts weniger als um die Europäische Union am Ende auch, ja, und den Gedanken von Zusammenhalt und Solidarität. Und deshalb haben wir so einen Antrag eingebracht und waren der Auffassung, dass es schon gehen muss, dass eine Kommune sagt, wir machen jetzt mit Griechenland vielleicht auch einfach ein eigenes Ding und wir nehmen 300 Leute auf. Wir sagen das jetzt dem Bürgermeister von Lesbos zu und wir machen das, ja. Dass man dafür nicht sozusagen vom Innenministerium blockiert werden kann, was ja de facto passiert, das finde ich eigentlich gut. Und darüber hinaus ist ja sozusagen auch diese ganze Idee der kommunalen Aufnahme auch eine, die politisch ja interessant ist, weil wenn Kommunen mehr Verantwortung übernehmen, dann sickert es ja auch mehr in das Bewusstsein von Menschen vor Ort rein. Ja? Also Flüchtlingsaufnahme wird dann auch zu etwas Konkretem, das man mitgestalten kann und wird auch viel näher für die Menschen. Es ist nichts, was irgendwo entschieden wird, sondern es wird irgendwie zum Teil auch vor Ort entschieden. Das finde ich ist ein sehr guter Ansatz. Deshalb nach wie vor, die Kommunen müssen da, glaube ich, unterstützt werden. Wenn sie vom BMI nicht gehört werden politisch, dann müssen sie eben rechtlich was an die Hand bekommen. Und deshalb haben wir diesen Antrag damals eingebracht. Ja, das ist auch vielen Dank für diesen klaren Appell nochmal und auch an die Einschätzung in Bezug auf die Rolle der Kommunen und auch die Wichtigkeit, die Sie ja alle betont haben. Ich hätte noch zwei Fragen, die direkt an Herrn Lindt und Herrn Lechte gehen. Ich gucke jetzt Katharina Stamm kurz an, wie es mit der zweiten Runde ist, oder sollen wir diese beiden Fragen? Ja, die können wir gerne noch annehmen und auch gerne nochmal die Frage 14 zum Thema nochmal unseres Hauptthemas, Individualrechtsschutz versus Resettlement, wenn dafür noch Zeit ist und kurze Antwort. Ja,
Genau, also im Grunde die Frage an Herrn Lindt richtet sie an Sie, weil Sie eben Mitglied einer Regierungspartei sind und vorhin ja auch Ausführungen gemacht haben zu der Aufnahme aus Griechenland und auch im Grunde gezeigt und betont haben, dass dass die Situation in Griechenland sehr schwierig und herausfordernd ist. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum wird die erfolgreiche Aufnahme nicht fortgesetzt? Eine Frage aus dem Publikum. Kann ja noch radikalisieren. Also da gibt es ja beide Dimensionen. Warum war die nicht umfassender? Also das, ich war jetzt selber nicht am Verhandlungstisch der Parteispitzen, aber da wurde ja um jede einzelne Person praktisch gerungen, was schon absurd ist, was ich selbst auch nicht nachvollziehen kann. Also von den Größenordnungen muss man nüchtern zu benennen. Also bis man dann auf 2000 so und so viel in Summe gekommen ist, es würde für Deutschland keinen Unterschied machen und es würde hier kein Drama ausbrechen, wenn es 5-mal oder 10-mal so viele gewesen wären. Da treffen aber, und ich finde, das ist redlich, wenn man das auch beschreibt, völlig unterschiedliche Logiken aufeinander oder Gesichtspunkte, also zwischen der Haltung, dass im Grunde man gar nichts auf niemanden aufnehmen solle, sondern dass es quasi ein Gnadenakt wäre, weil man schon so viel macht, und der Position, dass mehrere Tausend oder Zehntausend aufgenommen werden sollten. Und ich finde es auch redlich, weil es auch nicht richtig wäre, so zu tun, als ob Parteien Monolithen wären und als ich sozusagen da eine großartige humanitäre Position hätte, aber dann meine Partei ganz anders wäre oder umgekehrt alles einheitlich wäre. Selbst wir in der Sozialdemokratie sind da auch nicht einheitlich. Also auch da gibt es Positionierungen, die sagen, wir müssen umfassend alle und auch im Notfall in Deutschland im Alleingang Menschen von den griechischen Inseln aufnehmen, was ich selbst befürworten könnte. Aber es gibt auch Positionen, die das ablehnen und sagen, nein, es muss nur eine größere Koalition europäischer Aufnahmepartner sein, ansonsten nicht. Das heißt, das finde ich auch berechtigt, weil man ja nicht immer nur Migrations- und Asylpolitik so sehen kann, dass da humanitär gesinnte Menschen unterwegs sind, sondern Parteien ja auch Vielfalt, das wissen ja auch andere Parteien, die jetzt hier gerade dabei sind, wir haben da auch innerhalb der Parteien durchaus unterschiedliche Positionen und die spielen auch eine Rolle. Alles andere wäre schlichtweg gelogen und spiegeln auch unterschiedliche Formen des Umgangs mit Migrations- und Asylpolitik wider. Das heißt, unter diesen Bedingungen zwischen zwei Koalitionspartnern, die da völlig unterschiedliche Einschätzungen haben und auch durchaus weit auseinandergehenden Positionierungen innerhalb der Parteien, ist es dazu gekommen, dass wir aktuell nicht mehr darüber diskutieren und nachdem wir einige Wochen sehr intensiv gesprochen haben, plötzlich so tun. Und das finde ich auch leider sehr enttäuschend, als gäbe es die Situation in Moria nicht und anderswo. Und ähnlich haben wir es ja in der Vergangenheit auch bei Libyen gehabt, die Ökonomie der Aufmerksamkeit hat uns eine Zeit lang darauf blicken lassen und dann sind wir zum nächsten Thema gekommen, bei Seenotrettung auch. Das kann man übrigens auch nochmal erwähnen. Auch das ist noch eine ungelöste Frage. Aber da haben wir gegenwärtig schlicht keinen gemeinsamen Kompromiss, keine geeinte Linie in der Regierung für weitere Aufnahmeprogramme. Und ich sehe auch nicht, dass das bis zum Ende dieser Legislatur sich noch ändern wird. Wohl aber besteht die Möglichkeit, in neuen Konstellationen da ganz andere, mutigere Konzepte zu fahren. Ja, das wollen wir hoffen, zumindest für die Geflüchteten. Wie Rebecca, hast du noch ein paar Fragen? Dann gerne jetzt. Und dann starten wir gleich in die. Genau, noch eine ganz konkrete Frage an Herrn Lechte. Und zwar bezieht sich der auf die dänische Asylpolitik. Und hier wird zur Kenntnis genommen, dass nach Einschätzung der fragenden Person die dänische Asylpolitik sehr besorgniserregend ist. Und wie schätzen Sie diese Entwicklung, die Entscheidung auch der dänischen Regierung, tatsächlich sehr restriktive Asylgesetze zu erlassen? Wie schätzen Sie das aus europäischer Perspektive ein? Und muss befürchtet werden, dass weitere europäische Länder nachziehen? Und wie kann das gegebenenfalls aus außenpolitischer Perspektive verhindert werden? Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich bin zuständig für Südamerika, Afrika, Australien, Ozeanien und die Vereinten Nationen innerhalb meiner Fraktion. Aber ich habe von Dänemark gehört und ich weiß, dass die sehr restriktiv geworden sind. Das hängt auch immer mit den Regierungen zusammen, die sich in Europa bilden. Und die Kollegen werden es nachvollziehen, dass derzeit das Pendel in Europa in die falsche Richtung geht, also zumindest auch aus liberaler Sicht.
Wenn man dann die Umfragewerte in Frankreich anschaut, wird dann ganz übel, wenn Le Pen möglicherweise beim nächsten Mal drankommt. Und das Gleiche gilt halt in Dänemark auch. Wir haben das gleiche Spiel in Österreich erleben dürfen, seitdem die SPÖ nicht mehr in der Regierung beteiligt ist. Haben wir dort auch etwas nationalistischere Tendenzen zur Kenntnis nehmen dürfen. Und das wird halt immer wieder gerne in der Frage von Flüchtlingen und Migration reingepackt. Ich meine, es geht meistens nicht um den deutschen Arzt, der nach Norwegen geht, aber das ist halt gerne der Moment. Wir nennen uns Global Compact, wo Freund Kurz plötzlich Österreich hinter Donald Trump vereint hatte. Und so läuft es halt gerade in Dänemark auch. Und die hatten jetzt kurzfristig relativ schnell ihre Grenze dicht gemacht gehabt. Das hatten wir aber auch bei der Migrationsbewegung, als die Syrer Richtung mit den Afghanen zusammen Richtung Deutschland unterwegs waren. Damals gab es auch schon eine Grenzschließung. Und dementsprechend, ja, das ist problematisch und gehört auch auf das Trapez der Europäischen Union, dass dort die Herrschaften miteinander diskutieren, weil es kann am Ende nicht sein, dass nur ein paar Länder bereit sind, sich um Flüchtlinge, Migrationspolitik und Sonstiges wirklich zu kümmern. Und ich danke übrigens Helge Lind, dass er den Federhandschuh aus der Arena wieder rausgenommen hat und zur Kenntnis genommen hat, dass er auch in seiner Partei unterschiedliche Strömungen hat. Gut. Ja, vielen Dank. Genau. Katharina, ein Hinweis noch aus der Fragerunde. Es wird nochmal darauf Bezug genommen, dass wir ja am Anfang begonnen haben, individuelles Asylrecht und Resettlement im Grunde gegeneinander abzuwägen und auch hier so ein bisschen in dieser Runde zu erfragen, was denn geplant ist und ob bestimmte Ideen, die ja teilweise im Raum stehen, die in Richtung Abschottung Europa gehen oder Ähnliches, dass die doch noch mal mehr hier auch aufgenommen werden. Und ich weiß, dass du auch eine zweite Frage für die große Fragerunde ja vorbereitet hast, wo es ja auch um das GEAS geht. Und ich denke, das ist auch etwas, was man jetzt bei der zweiten Fragerunde noch mal in den Fokus nehmen sollte. Und wie gesagt, das ist auch ein Wunsch von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ja, genau. Vielen Dank. Ja, wir machen einen kurzen Break, in dem wir einmal die Menschen zu Wort kommen, die per Resettlement zu Wort kommen lassen, die per Resettlement nach Deutschland eingereist sind und was sie wünschen, was sie erlebt haben, was sie wichtig finden, geben sie uns allen mit auf den Weg. Ich finde, das ist total wichtig. Das ist ein Video, was wir 2019 und 20 für die Ratspräsidentschaft Deutschlands gedreht haben mit Resettlement-Flüchtlingen. Und ich finde, das macht doch nochmal relativ deutlich, was auch für Vorteile ein Resettlement-Programm hat. Die Menschen können einfach ins Flugzeug steigen, sind zwar im Erstzufluchtland auch nicht mehr mit Hab und Gut unterwegs, aber auf jeden Fall begeben sie sich nicht auf gefahrvollen Weg und können hier direkt einreisen. Ja, Film ab. Resettlement rettet Leben. Es gibt Menschen auf der Flucht. Eine Perspektive. Deutschland Unterstützung für das Resettlement-Programm ist unerlässlich. Wir alle sind durch Resettlement nach Deutschland gekommen. Wir sprechen nicht nur für uns, sondern für die tausenden Menschen, denen Deutschland eine neue Zuhause gegeben hat. Wir sind voller Dankbarkeit für unsere neue Lebenssicherheit. Aber es gibt noch viel zu tun. Wir wollen uns beteiligen und können viel beitragen. Diese 7 Punkte sind uns besonders wichtig. Flüchtlinge bringen viele Ressourcen mit nach Deutschland. Wir wollen den neuen Ankommenden helfen und tun das vielesorts bereit. Aber nicht nur die Veranstaltungen sollen mit uns geplant werden, sondern auch die Aufnahmeprogramme selbst. Wir waren mit drin und haben Erfahrung gesammelt, mit denen wir Behörden, UNHCR und IOM unterstützen können. Wir wollen uns vor einem Pass nicht an unsere Botschaft wenden müssen. Das ist der Staat, der uns und unsere Familie verfolgt hat. Es gibt bereits Gesetze dagegen. Viele Ausländerbehörden verlangen von uns aber, dass wir zur Botschaft gehen. Gerade zu Anfang brauchen neue Einkommlinge Unterstützung. Das klappt nicht immer. Familien
sollten sich nicht Geld von ihren Angehörigen schicken lassen müssen, um ihren Kindern Essen zu kaufen, nur weil sie auf Leistungen vom Jobcenter warten. Viele Menschen warten seit Jahren oder Jahrzehnten in einem anderen Land auf einem Resettlementplatz. Deutschland sollte die Zahl der Resettlementplätze erhöhen, sodass auch sie die Chance auf ein neues Leben bekommen. Corona betrifft uns alle. Doch Flüchtlinge sind vielerorts einem noch größeren Risiko ausgesetzt, da medizinische Einrichtungen fehlen. Deswegen müssen Aufnahmen sofort weitergehen, besonders von Menschen mit schweren Krankheiten. Wir wissen, Deutschland tut schon viel und gibt von Jahr zu Jahr mehrere Menschen die Chance auf ein Leben in Sicherheit. Wir wünschen uns, dass Deutschland die EU-Ratpräsidentschaft nutzt, sodass diesem Beispiel noch mehrere Länder folgen. Resettlement rettet Leben. Lassen Sie uns gemeinsam mehr Menschen eine Chance geben. Ja, das waren die Stimmen der Menschen, die über Resettlement-Programme eingereist sind. Und ich finde, das hat nochmal relativ deutlich gezeigt, was wir vorhin mit Pauline Andres de Oliveira auch gehört haben. Die Menschen werden hier tatsächlich, obwohl sie von UNHCR anerkannt werden, immer noch zu Botschaften geschickt, weil sie angeblich der Passpflicht unterliegen würden. Auch im Resettlement-Bereich müsste man tatsächlich noch einiges steuern und verbessern, möglicherweise. Und da wäre vielleicht auch nochmal Ihre Meinung gefragt. Ich würde sozusagen, bevor ich die nächste Fragerunde einleite, vielleicht dazu auch nochmal kurz fragen. Wir haben ja auch beim individuellen Asylrecht und den Menschen, die sich selbst auf den Weg machen, auch immer die Problematik, dass Mixed Migration Flows, sogenannte, ankommen. Dass man sozusagen erstmal schauen muss, wer hat Asylanspruch und dass es auch nur bestimmte Leute sind zum Beispiel, die sich auf den Weg machen können überhaupt. Und dass Resettlement natürlich gezielter die Menschen aussucht, aber wer mit einem Resettlement-Programm im Moment einreist, bekommt nur einen Aufenthalt nach 23.4 und bekommt nicht den blauen Flüchtlingsausweis. Oder Resettlement aus der Türkei, da bekommt man sogar noch einen schlechteren Status, den 23.2. Also das sind genau, das sind vielleicht Dinge, die wir hier in dem Raum vielleicht auch nochmal kurz ansprechen können. Und wer kommt da eigentlich, wie kommen die Menschen zu ihrem Schutz? Vielleicht können Sie dazu noch ein kurzes Statement geben. Wer möchte beginnen? Auch vielleicht auch noch direkt Bezug nehmend auf das, was die Geflüchteten eben selbst gesagt haben. Ich fange an bei Luise Amtsberg. Wir gehen mal andersrum. Ich war schon dabei, die Hand zu suchen. Ich mache natürlich den Anfang, auch wenn die Frage natürlich irgendwie schräg ist, weil wir sie vielleicht, sie ist nicht schräg, sie ist völlig zulässig, aber wir können sie natürlich viel schlechter beantworten, als beispielsweise Roland Bank wahrscheinlich da auch noch Auskunft drüber geben könnte. Aber trotzdem, es gibt ja viele Sachen, also erstmal, das wurde ja gerade schon richtigerweise gesagt, ist das Resettlement-Programm ja auch nicht für alle Menschen offen, ne? Also erstmal natürlich nicht für diejenigen, die es sowieso nicht schaffen, aus ihrem Land zu fliehen, das ist Punkt eins, aber es ist natürlich für die ganz besonders Schutzbedürftigsten das Programm, das eben da Unterstützung leisten soll. Und das finde ich auch vom Ansatz richtig, aber es gibt natürlich immer wieder auch die Frage oder wirft die Frage auf, wenn wir darüber reden, wie können wir eigentlich Menschen einen sicheren Weg auch garantieren, da ist für viele Menschen eben das Resettlement-Programm nicht die Antwort. So, das muss man ja erstmal zur Kenntnis nehmen. So, da stellt sich für mich immer wieder die Frage, kann man das dann einfach so lassen oder braucht es da sozusagen ergänzend weitergehend Ideen? Natürlich haben wir immer gesagt, Familiennachzug, aber auch Möglichkeiten sozusagen für eine vernünftige Visapolitik oder ein Bildungskorridor sind natürlich auch Antworten. Ich glaube, was man, wenn man dieses Thema diskutiert, grundsätzlich sagen muss, ist, dass man wahrscheinlich nicht für jeden Menschen immer das passgenaue Angebot schaffen kann. Aber man kann sich ja auch die Frage stellen, man wird es ja auch nicht weltweit hinbekommen, sondern natürlich arbeiten auch Regionen,
ein Verbund wie Europa arbeitet ja auch mit bestimmten Regionen. Also wir fühlen uns ja schon auch verantwortlicher gegenüber Geflüchteten in der Türkei oder auf dem afrikanischen Kontinent oder der arabischen Halbinsel, weil es uns geografisch näher ist. Wir reden wenig über Geflüchtete aus Ecuador oder Mexiko. So, und das, das finde ich einfach wichtig, in diesem Zusammenhang einfach mal nochmal deutlich zu machen, dass es da so eine regionale Verantwortlichkeit gibt und dass das Resettlement-Programm natürlich für eine bestimmte Gruppe von Menschen gedacht ist, völlig zu Recht. Wenn es darum geht, wie kann man das verbessern, also oder wie kann man einmal einerseits das Resettlement-Programm verbessern, glaube ich, geht es schon auch um Geld, ganz einfach, ja, also Personal und Strukturen, auch gerade wenn man möchte, dass die Verfahren schneller laufen beispielsweise. Glaube ich, kann man eine ganze Menge tun und vor allen Dingen das nicht immer wieder auf so eine unsichere Finanzierungsbasis stellen. Finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir das immer wieder diskutiert haben auch und gemerkt haben, was es eigentlich auch mit UN-Institutionen macht, wenn sie regelmäßig, ja auch UNICEF oder so, um Geld förmlich betteln müssen, ja, oder das World Food Program, das dann auf einmal die Menschen nicht mehr versorgen kann, weil irgendwelche zugesagten Zahlungen ausbleiben. Und das andere ist, glaube ich, wie steigert man sozusagen die Bereitschaft für Resettlement? Das, finde ich, ist dann sozusagen die zweite Frage, die sich anschließt und die ist dann wieder eine politische. Es wird ja viel auch diskutiert, Resettlement als Pflicht, ja, muss man sich sozusagen als Staat auch verpflichten, Resettlement anzubieten und aufzunehmen. Finde ich eine zulässige Frage, wenn man merkt, dass die Bereitschaft sinkt oder gar nicht erst aufkommt. So, aber bin ich natürlich auch offen, das zu diskutieren. Deshalb finde ich so ein bisschen, ne, jetzt, ich rufe das jetzt mal so in den Raum rein, aber da fehlt mir jetzt sozusagen der Dialog. Und ich hoffe, dass ich die Frage trotzdem irgendwie ein bisschen getroffen habe. Danke, ja. Ich frage jetzt nochmal an unsere beiden Inputgeberinnen. Habt ihr dazu noch Ideen? Ja. Pauline, du hast das Wort. Ja, hallo, vielen Dank. Zum einen fand ich in den Videos eben einen ganz wichtigen Punkt, dass die Personen dort gesagt haben, dass es auch eine wichtige Sache wäre, die Schutzsuchenden mit einzubeziehen, auch in die Ausgestaltung von sicheren Zugangswegen von Programmen. Und ich wollte auch nochmal auch hier in diese Runde werfen, weil ja auch ganz viel schon an Bekenntnis da zu sein scheint. Wie am Anfang gesagt wurde, reden hier Menschen miteinander, die sich weitgehend sogar einig sind bei diesem Punkt, dass man sichere Zugangswege schaffen muss, dass es da Lösungen geben muss. Und es gibt ja sehr viele auch rechtliche Alternativen und rechtliche Initiativen. Also der EU-Parlamentsvorstoß für eine humanitäre Visa-Verordnung ist gestockt, nachdem der EuGH einfach nur gesagt hatte, bisher ist es Sache der Nationalstaaten, aber das kann natürlich geregelt werden. Die EU-Resettlement-Verordnung enthält Punkte, die kritisch und problematisch sind und kritikwürdig in Bezug auf alles, was wir heute hier gehört haben. Und das ist auch, glaube ich, eine Frage im Chat gewesen. Was ist mit dem EU-Türkei, die mit dieser Vereinbarung, die eben auch Punkte enthält, die dem widersprechen, was wir heute hier hochgehalten haben? Und wenn ich nochmal erinnern darf, 1938 gab es keine Verpflichtung, Menschen, die nicht gerade irgendwas mit einem Land zu tun haben, aufzunehmen. Und Lise Amtsberg hat es gerade gesagt, es ist schon eine wichtige Frage zu überlegen, ob man nicht eine solche Verpflichtung zu Resettlement einführen könnte, einfach mal darüber zu sprechen, wo wir stehen, auch 70 Jahre nach Unterzeichnung der GfK. Und das sind Punkte, also diese ganz konkreten auch, Recht wird ja entwickelt, auch gerade durch, wie alle hier die Politik und Recht machen und das weiterentwickeln. Und da gibt es schon Züge, die fahren, auf die man auch aufspringen kann, ohne das Rad neu zu erfinden. Ganz herzlichen Dank nochmal für diesen Impuls. Den gebe ich jetzt auch gleich nochmal weiter. Herr Lind und Herr Lechter haben sich gemeldet. Vielleicht auch da gebe ich nochmal mit rein die Frage Kooperation mit Drittstaaten im Bereich Resettlement, aber auch sowas wie EU-Türkei-Deal und Ausbildungsbeihilfe nicht nur der libyschen Küstewache, sondern eben auch der kroatischen Grenzpolizei unsere Einfluss als deutsches EU-Mitgliedstaat sozusagen dabei. Ja, die Frage, Roland, möchtest du dazu kurz ergänzen oder soll ich erstmal? Ich hatte euch ja beiden eben nochmal gefragt. Wenn du kurz ergänzen möchtest, dann würde ich. Im Prinzip passt das jetzt sogar besser als zu den weiteren Fragen, die du jetzt noch gestellt hast. Der Punkt von Luise Amtsberg, Personal und Struktur zu verbessern,
Das ist natürlich jetzt aus Sicht von einer internationalen Organisation ganz zentraler, weil wenn es gelingt, Resettlement-Zahlen deutlich zu steigern, heißt das auch, dass in den Bereichen dann einfach mehr investiert werden muss, auch seitens einer Organisation wie UNHCR, aber die, wie Herr Lecht hier auch sehr plastisch vorgeführt hat, von den Beiträgen abhängt. Nicht? Das heißt also, wenn man bereit ist, in dem Bereich mehr zu tun, dann muss man auch bereit sein, mehr finanziell zu investieren in die internationale Infrastruktur, die es dafür gibt. Und zu den Fragen von wie kann man denn überhaupt die Zugangswege stärken, ist ein Appell dann auch auf rein praktischer Ebene, ohne jetzt schon in die starke politische Gestaltung reinzugehen. Das ist im Bereich Familiennachzug, da einfach die praktische Umsetzung deutlich nachhaltig zu stärken, gerade in Deutschland. Und vielleicht der letzte Gedanke noch zu dem, was Pauline gesagt hat, auch mit dem Bezug auf 1938 und diesen Kontext der Frage, soll man eine Verpflichtung schaffen für Resettlement? Eine Verpflichtung bleibt ja auch immer nur eine Selbstverpflichtung. Nicht? Also da müssen Staaten sich dazu bereit erklären. Deshalb weiß ich jetzt noch nicht so richtig, wie man dahin kommt und worin der Vorteil dann liegt. Aber der Vergleich mit 1938 und der Evian-Konferenz ist da vielleicht schon mal ein Hinweis, wodurch überhaupt eine Resettlement-Bereitschaft entsteht. Was es 1938 nämlich nicht gab, war der Recht auf spontanen Zugang. Es ging da, ganz viele Teilnehmerstaaten der Konferenz waren Staaten im geografischen Einzugsbereich des Deutschen Reichs und der Nationalsozialisten, also Nachbarstaaten und im weiteren europäischen Bereich. Ich meine, es gab auch Bolivien und andere Staaten, die da teilgenommen haben, aber eben auch viele in dem unmittelbaren geografischen Einzugsbereich, die sich aber überhaupt genauso viel oder genauso wenig angesprochen fühlen konnten wie Bolivien oder die Dominikanische Republik. Und es gab also gar keinen Handlungsdruck. Und das ist ja heute anders. Und deshalb war auch die Regionalkomponente, die Luise Amtsberg eben gesagt hat, eine wichtige. Nämlich, wenn es denn so ist, dass über den Spontanzugang die Menschen Zuflucht finden, einen Erstzufluchtsstaat, dann stellt sich eben auch die Frage, wie geht man damit um mit einer solidarischen Unterstützung dieser Staaten. Und das ist ein entscheidender Resettlement-Impuls, der auch den Vorstellungen der globalen Verhandlungen der letzten Jahre entspricht, wie sie Ausdruck gefunden haben im Global Compact für Flüchtlinge. Vielen Dank. Ja, ich gebe das Wort weiter an Helge Lind und Ulrich Lechte und Frau Akbulut. Sie hatten sich, glaube ich, auch gemeldet noch, ne? Ja. Wie auch immer. Also erstmal Helge Lind und vielleicht auch noch mal mitdenken, die Kooperation mit Drittstaaten, auch im Sinne der Resettlement-Verordnung. Fangen wir außenpolitisch an und dann noch dieser Punkt, der sich auf den Film bezog. Außenpolitisch, oder was heißt außenpolitisch, es greift hier ineinander, aber in Bezug auf etwa Türkei-EU-Erklärung ist es ja kein Geheimnis, dass die SPD andere Position hat als die Linke. Frau Akbulut hat das ja vorhin sehr deutlich benannt. In der vorherigen Legislatur, in der vorherigen Bundesregierung hat das ja mitgetragen, inklusive SPD. Und sie hat das auch jetzt nicht zurückgenommen, auch nicht der Außenminister fundamental revidiert, auch im Übrigen mit Verweis auf die Hilfsprogramme für insbesondere die Millionen syrische Geflüchtete in der Türkei. Also da haben wir eine Position, die diesmal in dem Fall nicht deckungsgleich ist mit allen Anwesenden hier. Und die Debatten kennt man ja auch in Bezug auf Gerald Knaus Vorschläge und so weiter. Also da liegen tatsächlich Differenzen vor. Zweitens der Punkt Libyen. Ich finde es nicht verantwortbar, wenn, und das kann man sehr gut ja rekonstruieren in Bezug auf Seenotrettung und Fälle, in der, und wenn man versucht, Fälle zu rekonstruieren, wie die Wege verlaufen von Geflüchteten auf dem Wasser, dass Kooperation mit der libyschen Küstenwache letztlich eine Form von systematischem Weghalten von Geflüchteten unterlaufen, auch des Rechts auf gerettet werden und Seenotrettung sind. Also da eine ganz klare
Kritik und Vorwurf, dass es diese Kooperation ja auch immer noch gibt, im Übrigen auch seitens der EU, Deutschland eingeschlossen. Innenpolitisch in Anführungszeichen der Punkt aus dem Film, ich glaube, da sollte man neben dem ja schon genannten Aspekt, passt jetzt zu dieser Idee auch der Inklusion, nichts über uns ohne uns, also die Einbeziehung in dem Fall von Menschen, die über Resettlement gekommen sind in die Entwicklung von Programmen, nochmal den noch nicht genannten Aspekt der Dokumentenbeschaffung machen. Und das passiert massenhaft. Also, dass Menschen dann zum Beispiel, weil der Pass abgelaufen ist, von den Ausländerbehörden aufgefordert werden, dann zu der Botschaft oder dem Konsulat des Landes, aus dem sie geflüchtet sind, hinzugehen. Diese Logik erschließt sich auch nicht auf den zweiten Blick und ist, wenn man es bei Syrien durchspielt, dann ziemlich absurd, weil man dann teilweise dann auch noch zur finanziellen Unterstützung dieses Landes beiträgt, beziehungsweise die Geflüchteten das tun. Also das ist ein wichtiger und, glaube ich, sehr, sehr sinnvoller Hinweis, der praktisch hohe Relevanz hat und große Rolle spielt in dem Kontext. Und letzten Punkt, weil der auch noch nicht erwähnt wurde, um es auch nicht redundant zu machen, ich glaube, es geht nicht nur darum, dass wir unterschiedliche Situationen von geflüchteten Menschen haben und verschiedene Biografien und Lebensschicksale. Wir sind auch in der Gefahr und tun das faktisch, ihnen andere Lebenssituationen zu verordnen. Denn nach 23.4 Aufenthaltsgesetz hat man zwar ja nicht den blauen Pass, aber steht zum Beispiel noch mal deutlich besser da, als wenn man über ein Landesaufnahmeprogramm 23.1 ist. Also da schaffen wir zwei Kategorien und ich wäre dann für eine Angleichung im Sinne der besseren Kategorien. Das sah man beispielsweise in der sogenannten Flüchtlingskrise damals auch sehr deutlich, dass viele, die über Landesprogramme gekommen sind, erlebten, wie Verpflichtungserklärungen, die ausgestellt werden mussten, seriell platzten, mit allen Problemen dann vor Ort in Kommunen und nicht wenige dann deshalb einen Asylantrag gestellt haben, um in einen besseren Status zu kommen. Das sind, glaube ich, auch Formen der Klassifizierung, die nicht zukunftsträchtig sind. Herzlichen Dank. Herr Lechte, Sie sind dran. Verzeihen Sie mir den Satz, aber ich glaube, seit Jamal Khashoggi wissen wir, dass Botschaften nicht unbedingt der sicherste Ort auf der Welt sind. Und wir haben in Deutschland auch Riesenprobleme immer wieder. Das wird Gökay Akbulut zum Beispiel bestätigen können, was türkische Mitbürger in ihren Konsulaten, in ihren Botschaften erleben. Und da sind wir auf einem ganz anderen Level, was man eigentlich haben möchte. Ich wollte mal erreichen, dass ein Sierra Leone-Flüchtling, der in Deutschland einfach nur eine Ausbildung machen wollte, die entsprechenden Dokumente von seiner Botschaft hier in Deutschland bekommt und habe mich dann auch mit dem Botschafter getroffen, der mir dann verkündete, ja, er kann sich mal der Sache annehmen, aber er möchte nur darauf hinweisen, dass Deutschland zum Beispiel für Sierra Leone nur Visa über die Botschaft in Ghana, in Accra, erteilt und man dann auch von Freetown mal eben darüber fliegen muss, um sich ein Visum zu holen. Also da sieht man, wie damit gespielt wird und wie da auch international gearbeitet wird. Und auch das ist ein Punkt, wo wir in der deutschen Bürokratie, in der deutschen Gesetzgebung einfach nichts Vernünftiges auf den Weg bringen. Also wir haben, die Fälle kennt sowohl die Luise Amtsberg, der Helge Lind, als auch die Gökay Akbulut, wir haben 93.000 Leute, die gerne was tun würden, die gerne Ausbildung und sonst was machen dürften, die aber keine Papiere haben. Die dann Papiere haben und entsprechend in den Programmen drin sind, die werden dann am ehesten abgeschoben, weil sie ja die ganzen Papiere haben, damit dann der deutsche Rechtsstaat entsprechend seinen Bestimmungen vorgehen kann. Also das ist schon mal ein Thema, was wir haben. Wir haben, und da werden mir alle anderen auch hier wieder zustimmen, dank der Union seit Mitte der 90er bis heute kein Einwanderungsgesetz, was wir eigentlich dringend bräuchten, um auch gewissen Leuten, die aus rechtsstaatlichen Gründen abgeschoben werden müssen, eigentlich über einen Punkt der Einwanderung die Möglichkeit zu geben, dass es funktionieren kann. Wir haben heute Situationen, dass Leute nach Indien zurückgeschickt werden, obwohl sie hier schon eine Ausbildung machen, um dann dort ein entsprechendes Dokument zu bekommen, um dann wieder zurückzukommen. Also das sind Situationen,
die wir alle kennen. Der EU-Türkei-Deal ist eigentlich übrigens eines der besten Beispiele dafür, was für eine Vogel-Strauß-Politik man in Europa betreibt. Der wurde 2016 geschlossen. Wir wissen alle, dass das aufgrund der ganzen Flüchtlingskrise mit Syrien passiert ist. Wir wussten aber auch, dass der 2020 ausläuft. Aber aus mir undefinierbaren Gründen ist keiner auf die Idee gekommen, dass man den vielleicht neu verhandeln müsste, sondern man hat sich dann von Erdogan erpressbar machen lassen, wo ich mich dann frage, Leute, so geht es einfach nicht. Man muss vernünftig das ganze Thema angehen. Und dann noch ein letztes abschließendes Beispiel, Asylanträge. Warum müssen die Leute sich auf Tausende von Kilometern auf den Weg machen? Warum kann man nicht über europäische Botschaften, müssen nicht nur die deutschen Botschaften sein, wir sind nicht in jedem Land der Welt vertreten, sondern warum kann man nicht über europäische Botschaften, über den europäischen Gedanken, dass wir eine Union sind, entsprechend dafür sorgen, dass man auch anderen Verfahren außer dem Erreichen des europäischen Festlands bei uns Anträge auf Asyl oder auch für Flüchtlingsstatus mit UNHCR natürlich dann entsprechend hinbekommt. Und wenn wir da mit Luise Amtsberg mehr zustimmen, wenn wir dann an solche wunderbaren Märchen immer glauben würden, wie wir brauchen ja nur ein UNHCR-Lager in Nordafrika, dann könnten wir das ganze Problem der Seenotrettung im Mittelmeer lösen. Wer damit immer wieder kommt, der hat auch noch nicht ganz verstanden, wie am Ende des Tages das funktioniert, weil in Nordafrika ist kein einziger Staat bereit, ein UNHCR-Lager genau für dieses Problem zuzulassen. Und dann wären wir wieder bei Moria und so weiter. Also überhaupt keine Frage. Verzeihen wir ganz am Anfang den harten Satz, aber es ist tatsächlich so, dass mich das auch sehr wahnsinnig macht, dass man immer wieder dann kommt, ja, die Botschaften und dann muss man ja nur und dann muss man da ein Papier beantragen. Also für jemanden, der den Weg nach Deutschland geschafft hat und dann an einem Siegel oder an einem abgelaufenen Pass scheitert, hier zumindest seinen Lebensweg entsprechend vorantreibend zukunftsweisend gehen zu können, das macht einen auch immer sehr, sehr wütend. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an das Podium an dieser Stelle erstmal. Also wir haben zusammenfassend gesagt, viele, viele Themen gestreift. Danke auch an die Zuschauenden für die ganzen Ideen und Anregungen. Viele richteten sich natürlich auch an Helge Lindt in der Regierungskoalition. Leider hatten wir heute den CSU-Abgeordneten nicht dabei. Aber ich denke, es ist gar nicht schlimm gewesen, denn wir haben heute gesehen, dass viele, viele Ideen im Raum sind. Und ich fand das jetzt nochmal spannend, was Sie gesagt haben. Nochmal die Idee von einem EU-Botschaftsverfahren. Dann gab es eine Idee zur Verpflichtung zu Resettlement. Das habe ich so auch noch nie gehört von der Pauline Endres-Oliveira. Dann haben wir, glaube ich, doch ganz viel gestreift, die Themen, welche Stellschrauben jetzt eigentlich angepackt werden müssten, zumindest nach ihrer politischen Ausrichtung, wie ich das verstanden habe, gab es viele, viele Ideen. Und ja, die Zuschauerinnen haben natürlich auch hier mit ihren Fragen und Antworten, die Sie sicherlich auch mitgelesen haben, Herr Lindt, da war auch einiges an Sie und den SPD-Außenminister gerichtet zum Thema Familiennachzug etc. Die Problemlage kennen Sie sicher und haben Sie hoffentlich auch zur Kenntnis genommen. Die Legislatur ist nur noch kurz und wir sind sehr gespannt, wie sich der neue Deutsche Bundestag, der 20. Deutsche Bundestag zusammensetzt ab September. Und mir bleibt jetzt nur noch die ganz, ganz allerletzte Abschlussfrage und eine ganz kurze Antwort erbitte ich, eine kurze Frage, eine kurze Antwort. Und zwar, ja, nochmal die Frage, wenn Ihre Partei in Regierungsverantwortung ist, Sie wissen, wir brauchen Resettlement-Plätze. Für wie viele jährliche Resettlement-Plätze werden Sie sich einsetzen? Wir fangen jetzt wieder bei den Damen an. Frau Luise Amtsberg, wie viele Resettlement-Plätze wäre mit Luise Amtsberg und den Grünen, für wie viel setzen die Grünen sich ein? Also ich weiß, dass die mich kennen, wissen, dass ich mich um so eine Frage nicht rumwinde, aber ich finde es tatsächlich, ich fände es unseriös zu beantworten. Und zwar aus verschiedensten Gründen, aber erstens glaube ich, also ich denke sozusagen die Zahlen in den Raum zu werfen, ohne, ich sag mal, zumindest mit den Durchführungsorganisationen gesprochen zu haben, ja, also wenn der UNHCR nicht sagt, Deutschland soll 350.000 Menschen aufnehmen,
Ja, das können wir leisten, dann finde ich es als Flüchtlingspolitikerin des Deutschen Bundestages unseriös, darauf jetzt eine Antwort zu geben. Aber ich bin da gerne bereit auszuloten, was ist real möglich, ja, weil was wir sozusagen leisten können und was wir leisten wollen, das sind natürlich dann politische Entscheidungen, aber die Frage, was ist real machbar überhaupt? Und wenn man dann merkt, so, okay, warte mal, 10.000, das, da können wir wirklich mehr, dann müssen wir eben über Personalaufstockung und mehr, ja, mehr finanzielle Mittel reden. Das gehört für mich aber zusammen. Deshalb wird hier eine Zahl, glaube ich, niemandem weiterhelfen, wenn ich sie jetzt nenne. So, und ich ja, könnt euch da anschließen, Jan. Dann würde ich danken. Eine Antwort. Wir gehen trotzdem weiter an Frau Akbulut von den Linken. Wie viele Resettlement-Plätze sollte Deutschland einrichten? Ja, also ich kann mich hier nur der Kollegin anschließen. Ich glaube, hier ist es schwierig, sich auf eine Zahl X festzulegen. Und ich glaube, wir haben ja hier alle auch ein gemeinsames Interesse, auch überparteilich natürlich. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, wie wir auch überparteilich es schaffen, uns für die Stärkung von Resettlement einzusetzen, also auch Verpflichtungen, was hier angesprochen worden ist. Ich glaube, das ist auch besonders wichtig, auch im Hinblick auf die Bundestagswahlen, dass wir quasi Resettlement als ein Instrument, als ein wichtiges Instrument, also wir sind uns ja natürlich darüber im Klaren, dass es nicht kein Allheilmittel ist, aber es ist ein wichtiges Instrument, was auch weitergetragen und unterstützt werden muss. Und hier sind wir natürlich auch als Linke offen, solche Programme zu stärken, aber auch humanitäre Aufnahmeprogramme und auch die Zusammenarbeit sowohl mit der UNHCR als auch mit allen anderen Organisationen zu stärken. Alle Programme, die in irgendeiner Form zu der Schaffung auch von legalen Wegen bereit sind in Form von Mechanismen, Instrumenten auf internationaler, nationaler oder europäischer Ebene, unterstützen wir natürlich auch gerne mit. Ich sehe schon, ich komme hier mit einer gewissen Zahl heute nicht raus. Trotzdem die Frage an Herrn Lecht und danach Herrn Lind. Was wären denn Ihre Signale? Vielleicht haben Sie aber auch eine Zahl für uns. Wir wissen ja, Deutschland resettelt aktuell 5.500. Das ist unsere aktuelle Quote. Wenn die FDP in Regierungsverantwortung wäre, was würde dann eventuell von Deutschland geplätscht werden in der EU? Also wir machen unser Programm ja jetzt erst Mitte Mai. Deswegen kann Ihnen der Herr Lechte sagen, was er gerne hätte. Und, das reicht mir aus. FDP. Also die 5.000 sind definitiv zu wenig. Das ist im 0,000 irgendwas Bereich der deutschen Bevölkerung. Wir sind überaltert, wir haben 47 Jahre als Durchschnittsalter, deswegen sind wir alle hier noch, wie wir da jetzt gerade sind, aus von den Parlamentariern sehr jung. Weltweit gesehen ist das Alter aber ganz anders. Und ich denke mal, wie ich vorhin schon sagte, wenn die USA 125.000 aufnimmt, dann sind wir Minimum bei den 200.000 für die Europäische Union. Wenn nicht gar eher Richtung Viertelmillion, bei 1,2 Millionen, die dafür in Frage kämen, von 80 Millionen. Und dementsprechend, da Deutschland mit 80 Millionen innerhalb der Europäischen Union das bevölkerungsstärkste Land ist, kann man es dann einfach gegenrechnen, wie viel bei einer halben Million Europäer dann bei uns am Ende landen müssten. Also sind wir bei mindestens 25.000 bis 35.000, die angemessen wären, um der Viertelmillion Rechnung zu tragen. Das ist eine einfache Rechnung und ich mag Zahlen und dementsprechend kann ich Ihnen den Korridor von 25.000 bis 50.000 im Jahr anbieten. Und das wäre auch mit den sicheren Häfenkommunen und so weiter ohne Probleme machbar, meines Erachtens. Vielen Dank. Ja, das ist eine spannende Rechnung. Die nehmen wir mit. Herr Lind. Ich bin auch nicht zahlenscheu und habe ja viel mit einem Innenminister zu tun, der ja auch immer von Obergrenzen spricht und die auch zahlenmäßig benennt. Deshalb kann ich sagen, dass Beschlusslage der SPD-Bundestagsfraktion 10.000 ist anstelle von 5.500, also per Positionspapier aktuelle Beschlusslage. Mhm. Ob der SPD-Bundesparteitag an diesem Wochenende eine konkrete Zahl beschließen wird, wird sich zeigen. Das wissen wir im Laufe des Sonntags. Und dann kommt meine persönliche Benennung. Ich hielt es für einen praktischen Schritt, damit man auch ein Maß hat und eine Orientierung. Nach meinem Kenntnisstand ist es in Kanada 0,05% der Bevölkerung. Wir haben 83 Millionen, dann wären wir bei ungefähr 41.500. Kommen also zu einem ganz ähnlichen Ergebnis.
Ja, es bleibt. 41.500 ist schon mehr als 20.000, glaube ich. Genau, der Korridor war bis 50.000, aber ich glaube, UNHCR hört das sehr gerne, diese Zahlen. Genau, es ist aber natürlich tatsächlich die Frage, ist das machbar und in welcher Form? Aber vielen Dank, dass Sie sich da auch in einem Korridor festlegen. Ich finde, das ist, ist es spannend, das aus verschiedenen Blickwinkeln einmal anzuschauen. Jetzt bleibt mir Ihnen ganz, ganz herzlich zu danken. Es waren zwei intensive Stunden. Vielen Dank für alle, die da mit dran geblieben sind. Und Sie haben jetzt ja auch noch einen weiteren parlamentarischen Auftrag zu erfüllen. Herzlichen Dank, dass Sie da bei waren und mitdiskutiert haben. Ganz herzlichen Dank an die Zuschauenden. Sie können uns gerne ein Feedback geben. Da kommt gleich noch eine E-Mail in dem Chat. Ja, und genau, es bleibt spannend in diesem Jahr. Es gibt Wahlen und ich glaube, wir haben ganz guten Einblick gegeben, was, wenn Sie alle wiedergewählt werden, was da, wer im Parlament auch für die Migrations- und Flüchtlingspolitik sich streitet und auseinandersetzt. Ich glaube, das war ganz wichtig, auch mit Ihnen Tuchfühlung aufzunehmen, auch im Corona-Jahr. Ja, alles Gute für Ihren Wahlkampf wünsche ich und unter diesen besonderen Bedingungen. Und bleiben Sie gesund!